Oh nein. Wow, hast du es gerade geguckt? Ja, das ist ja richtig bitter für Marek. Also das ist ja wirklich... Oh nee. Oh, 218 ist die 8, Leute. Die haben noch mal 10 Sekunden Strafen. Oh, Ladies and Gentlemen, wir gehen in die heiße Phase. Jetzt ist es wichtig, einen kühlen Kopf zu bewahren und schön straight durchballern. Aber richtig schön Runden kloppen. Nice! Und deswegen, meine Damen und Herren, sollte man sich die ganzen 12 Stunden nicht einmal aufregen, weil das verbrennt zu viel Energie in der Rübe. Geil. 24. Der ist nicht vor uns. 298 ist die 8 vor uns. Und wir sind sehr nah dran. Nee, sind wir nicht. Nevermind, ist eine Lüge. Er ist eine fast eine halbe Runde vor uns. Geil. 3 Stunden ist eine sehr lange heiße Phase. Ist halt Endurance-Rennen, ne? Jetzt geht so die heiße Phase los, weil jetzt trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Weil jetzt haben die Fahrer alle ihre Stints schon runter. Jetzt musst du halt gucken, ob die noch konzentriert sind, Runden fahren können. Es ist Nacht, es ist kälter. Heiße Phase. Jetzt geht's ab. Aber Vince ist echt gut unterwegs. Also ich glaube, wir sind heute alle, weiß ich nicht. Wir haben ein bisschen viel Zucker genascht heute. Es ist kälter, heiße Phase. Leck mich doch am Arsch. Leck mich am Arsch, okay? Was? Was waren die Top 10 für Zeiten? 1,45er, 1,46er, 1,47er, ist alles durchwachsen gerade. Also P1 ist gerade 1,46 gefahren, P2 1,47. Aber die werden wahrscheinlich kurz vor Fahrerwechsel sein und die Puschen sind krumm oder die waren im Verkehr. Also das kann man immer so nicht messen. Und wir fahren gerade aktuell, weil wir freie Bahn mit Marzipan haben, 1,45 bis 1,44er Zeiten. Na gut, das... Oh oh. Was denn? Nee, es war nur eine Verwarnung. Alles gut. Vincent war so okay. Weit draußen. Denn ist ruhig beim Namen. Alle über euch hinausgewachsen. Naja, also Vincent und von Xentrin habe ich jetzt ehrlich gesagt, muss ich sagen, nichts anderes erwartet, ehrlich gesagt. Wobei Vincent fährt heute mal das. Also das ist das erste Rennen, was ich mit Vincent fahre, wo Vincent als Teamfahrer fährt, was ich sehr gut finde. Also der fährt mit uns und nicht gegen uns. Wenn ihr versteht, was ich meine. Also heute sind wir alle on fleek, muss ich sagen. Ja, das stimmt, ja. Also keiner hat irgendwie gemurrt, gezurrt, alle haben sich zusammengerissen bis dato. Ist wirklich eine sehr gute Teamleistung hier heute. Also durch und durch. Bis jetzt. Das ist richtig, bis jetzt. So, jetzt bin ich aber auch wieder am Schreibtisch angenehmer. Oh. Was sagt denn der Chat so? Geht's denen gut, ja? Chat hat dich vermisst. Oh. Wirklich? Chat hat dich wirklich vermisst. Oder Chat? Ihr habt Zentren bestimmt vermisst, oder? Ui. Guck mal, wie sie dich alle vermisst haben. Bis jetzt 2, ich putze hier nur. Ich fahre aber gleich noch 1,5. Bis der Chat. Danke, Fari. So, einfach vorbeilassen. Wunderbar, du weißt, was der macht, wo der hin will. Ah. Wunderbar. Schön 1,44 zeigen mit zwei besseren Fahrer würde vielleicht Top 5 sein. Was? Ey,
Ich bin eine Sekunde schneller als im Training gefahren heute. Im Rennen, okay? Lass mich in Ruhe. Jetzt hört auch nicht auch noch hört auf, jetzt auch an mir zu nagen hier. Das macht Michael schon genug. Nassi, das kann gut sein, ja. Der überlenkt manchmal den Benz ein bisschen leider, ja. Das ist Elvinko, der streamt gerade, ja. Habe ich gesehen, Dunos. Haben wir uns gerade angesehen. Nee, 44 schaffe ich heute nicht mehr. Ist dunkel. Dunkel ist immer langsamer. Das glaube ich nicht, Maga. Da bin ich raus. Also ich glaube an viel, aber nicht an Weihnachtsmann. Eure Bremse quietscht, ja, wir müssen mal wieder ein bisschen ölen. Ich gebe das mal der Boxenpro durch. Ey, Jungs, beim nächsten Boxenstopp, ne? Die Bremse mal ein bisschen ölen. Ja. Ja, soll ich dir von Chat sagen? Ja, die sind Renningenieure, ja. Ja, die kennen sich aus. Aha. Ja, alles klar, gut. Sag ich Bescheid. Mirik, ich soll dir sagen, halt dein Schnauze. Eieiei. Das sind keine Keramikbremsen. Was ist für euch drei Fahrer am kniffligsten zu fahren? Am Tag, Nacht oder Dämmerung? Was ist das für dich, Zentren? Ich einfach über diese Curb drüber fahre. Ich würde fast sagen Dämmerung, wenn die Sonne tief steht. Für mich gar nichts. Nee, also ja, also ich komme mit allen auch zurecht. Ich sage halt nur, das ist für mich am unangenehmsten, sage ich mal. Also ich stimme mich bei den anderen ein bisschen wohler. Jetzt, dass ich da Probleme hätte oder so, weniger jetzt, ne? Also am liebsten fahre ich nachts. Also ich fahre wirklich am liebsten nachts. Ich bin auch immer der Nachtstinter. Direkt, die Ingenieure sind Laien. Ist so. Wie ist nachts mit drei Monitoren? Weiß ich nicht. Bin noch nie Nacht gefahren mit drei Monitoren. Also ich habe keine Ahnung, was bei mir gerade abgeht, aber danke für die Follow, weil mein Sound läuft gerade mit Dauerding. Dankeschön. Boah, Bagger, habe ich mir in die Hose geschissen gerade, Chad. Hab ich mir gerade in die Hose geschissen. Nichts anderes mehr. Na los. Ich habe gar keine Ahnung. Auf einmal Upload komplett auf Null, ich zu Modem gesprintet, geguckt, alles live, nur ich kann nicht streamen. Der Server ist, glaube ich, abgeschmiert, Leute. Oh. Der Server ist abgeschmiert. Ich musste den jetzt wechseln. Und dann ging OBS nicht zu und die ganze Scheiße. Ihr wisst ja, wie es ist. Wenn man es braucht, geht's wieder nicht schnell. Kann mir einer ein kurzes Update geben? Wo befinde ich mich? Oder wo befinden wir uns gerade? Du befindest dich auf Platz 9. Und du machst sehr, sehr gute Fahrt auf Platz 8. Also sind noch 20 Sekunden. Vor dir hat aber noch ein Auto auch eine 10-Sekunden-Strafe. Also du bist sehr, 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 sehr gut unterwegs. Okay. So, wir sind wieder da. F5, Leute. Und rein. Friend. Wie viel Temperatur haben wir aktuell? Warte. Wir sind bei 18 Grad. Danke, McLaren. Say hello to my little friend. Gut, P8 wird aber vorne bleiben, denke ich. Willst du Doppelstinten, Vince? Wie geht's dir mit Fuß? Wir sollten Doppelstinten. Twitch Prime ist. Beim Fahrerwechsel kostet uns zu viel Zeit. Das in die Hose scheißen, ich fahr doppelt. Ja, das wäre cool. Hilft dann. Ja, es macht halt keinen anderen Sinn. Okay, passt. Ich zieh durch.
Nee, Gurke, der Twitch-Server ist abgeschmiert gerade. Also der hat mich einfach rausgeschmissen aus dem Stream, glaube ich. Irgendwie sowas in dem Dreh war das. Internet ist alles da, also nur der Server ist scheinbar abgekackt oder so. I don't know. Weil das 15 Sekunden kostet, KVN. Aber es sollte jetzt alles wieder da sein. Sorry, Leute, für die Unterbrechung. Hoffen wir mal, dass es jetzt bis zum Ende durchläuft. Maga, nee, stopp. 15 Sekunden brauchst du nicht. Also das ist egal. Fahrerwechsel oder nicht. Du hast die gleiche Zeit. 30 Sekunden stehst du. Kostet 15 Sekunden, wenn man keinen Reifenwechsel macht. Siehst du, und wir wollen ja keinen Reifenwechsel. Ach, wenn man, ah ja, okay, okay. Das der Reifenwechsel dauert okay. 30 okay. Sekunden, genau. Wollte ich gerade sagen, also. Dampfer, dankeschön für 8 Monate. Blackbeams, dankeschön für 5. Schusen, dankeschön für 4 Subs, Maga. Muchas gracias. Wofür auch immer das heute alles ist bei euch, wunderschönen Menschen, danke. Vielen Dank. Boah, Alter, wäre das im 24-Stunden-Rennen passiert, wenn ich schlafen gehe, dann wäre ich echt sauer. Aber ich glaube, da wird mein Telefon Sturm klingeln. Sind wir denn jetzt noch im Squad-Stream drin, Freunde der Sonne? Müsste man das irgendwo sehen? Guckt, Leute, guckt jemand von euch den Squad-Stream? Sind wir da rausgeflogen? Sind wir noch drin? Gut, dann ist alles gut. Boah. Ist ja immer so, ey, du machst, der Stream fällt aus, instant erstmal die Hälfte der Zuschauer weg. Aber glücklicherweise gibt es ja diesen Dings hier. Dann hat der Modus gezogen von Twitch, den Stream noch am Leben zu halten für ein bisschen. Sehr gut, Twitch. Tolles Feature. Nice. Das ist gut. Wie weit sind denn die drei Erstplatzierten auseinander? Der erste und zweite 21 Sekunden. Und der dritte ist 2 Sekunden hinter dem zweiten. Ne, 1 Sekunde hinter dem zweiten. Also ja, die sind. Die fighten gerade. Die fighten gerade, ja. Sehr schön, danke, Audi. Das waren die Viewerbots, die disconnecten. So, ich gehe mich jetzt löschen. Jetzt werde ich schon wegen Viewerbots hier. Bin, jetzt gehe ich. Ich gehe jetzt, du bleibst jetzt alleine hier. Okay. Hallo, Chat. Alles gut. The fuck? Kommen die denn alle her, die so schön vorbeilassen? Danke, Ferrari. What the fuck? Das ist richtig geile Rennintelligenz. Hallo. Shit, Mann. Ach, Chat, ich sag euch. Hat richtig gebockt heute, ey. Richtig Laune gemacht. Danke dir, Rubik. Nö, Bett noch nicht. Nö. Ab 12, 1 dann irgendwann, wenn das Rennen vorbei ist, ne? Müssen nicht, aber machen wir meistens, wenn man dann halt den Fokus hat und drin ist gerade, ne? Stusen. Hallo? Ja? Ja? Wer ist denn gerade am Fahren? Ja. Linko. Hi. Hört das, wenn ich rede? Linko? Hä? Hört das, wenn ich rede? Hört dich ganz leise. Stört das, wenn ich rede?
Ja, tatsächlich schon. Okay, Stefan oder Nils, mag einer von euch mal bitte mit hochkommen? Ziemlich hoch, ja. Ja. Wenn's geht. Ja, ich muss kurz nach oben scrollen. User was moved out of your channel. Da hat Vincent was gesagt? Nee. Hat Vincent was gesagt? Mir hat keiner auf Andy geschrieben. Ich bin gleich hergesprintet. Hat er was gesagt? Nee? Okay, gut. Mir ist alles gut. Mods haben mir gleich geschrieben, weil Fahrer dürfen nicht alleine sein. Das ist Pflicht. Diese Scheißkurve, ey. Geht mir langsam auf den Sack. Ich hab mir gerade noch mal so einen Grießpudding geholt. Den werde ich mir jetzt mal gönnen, ne? So auf den entspannten Nachmittag hier. Ich habe gehört, das gibt Pudding im Knie. Ne, Fahrer dürfen nie alleine sein, Leute. Merkt euch das. Endurance-Rennen. Niemals den Fahrer alleine lassen. Außer sie heißen Michel. Dann ja. Warum? Also ich habe das mal bei uns eingeführt, weil ein Fahrer braucht immer eine moralische Stütze. Er muss immer wissen, dass jemand da ist, wenn er wen braucht. Weil das nämlich ganz oft bei mir früher stattgefunden hat, dass mich Leute alleine gelassen haben und ich wollte dann irgendwas wissen oder es ist eine scheiß Situation gewesen und dann brauchst du jemanden, der dich beruhigt. Und deswegen ist kein Fahrer bleibt alleine. Gibt's nicht. Maga, du darfst dann schon mal meinen Reifen drücke gucken. Alle plus 0,1 wegen der Temperatur, sonst würde ich sagen, die passen super soweit. Mache ich dir? Willst du die sofort haben? Nee, wir haben Zeit. Alles klar. Muss erstmal meinen Flow wieder finden. Genau deswegen. Deswegen sollte niemand alleine sein. Weil er weiß das nicht. Was? Oh, sorry. Ach, alles gut. Er weiß das nicht. Was quietscht da so? Das ist mein Knie. Sertan, das ist mein Bremsknie. Ist alt. Und ausgenuddelt. Nee, das sind die Bremsen. Das ist das linke Nasenloch. was ist das hinter mir, der Bentley? Schnell anscheinend. Den hast du überrunden, Platz 13. Wenn er dich nervt, lass ihn durch. Ja, ich bin am Ende vom Stint. Ich glaube, der SNO hat noch bessere Reifen. Ja, er fährt eine Sekunde schneller als du. Okay, ich lasse ihn dann vorbei, okay. Woher kam der Spitzname Maga? Weiß ich nicht. Das hat sich irgendwann mal so... Ich habe das irgendwann mal verwendet. Und so hat sich das dann durchgesetzt. Wo das herkommt, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Aber das ist hier, also bei mir, so ein Ding, das sagt man ziemlich viel und oft. Aber mein Spitzname ist das nicht. Also, glaube ich nicht. Viele sagen halt Maga zu mir, aber ist nicht mein Spitzname. Ist ja so ein allgemeingültiges Wort. Heute kam meine Maga Cap. Dankeschön für deinen Support, dass du dir die gekauft hast. Ich hoffe, sie gefällt dir.
habe keine Freunde, die trinken. Also das ist nicht im Sofa entstanden. Meine Freunde trinken alle nicht. Die sind alle Nichttrinker. Oh Junge. Die Snap, ja. Das ist eine Snapback. User was moved to your channel. Hallo? Hallo? Ich müsste mal eine Kleinigkeit ansprechen. Es ging um Full Course Yellow vor einer Stunde, zwei Stunden. Mhm. Die werden gerade alle, sag ich mal, ziemlich krass angeschrieben dort. Was für ein Scheiß das wäre, etc. Warum man da das nicht besser hätte lösen können, welche Idioten dahinter stecken, so und so, pipapo. Von Zuschauern und oder? Von Zuschauern, wir wissen, also es ist jetzt nicht gesagt, dass es hier aus dem Chat kommt. Das ist echt schwer, manche Bremspunkte zu erkennen. Mhm. Okay, weiter. Punkte. Ja. Und demnach ist es halt kacke, sag ich mal, dass halt, sag ich mal, Leute da hingehen und die jetzt die Reko beleidigen, etc. Das muss nicht sein, finde ich. Und wir sind alle Menschen. Das kann halt mal passieren. Und wie gesagt, es wird hier keiner beschuldigt aus dem Chat oder so. Wir wissen halt nicht, oder sie wissen nicht, woher das kommt. Aber ich sollte es doch bitte mal ansprechen, dass das halt mal passieren kann. Und da war eben Maximum Limit von Clients auf dem Teamspeak. Deswegen kam der Whisper halt nicht durch. Und ja, mussten die das halt Notlösung über den Chat da machen und all so ein Ding. Und wie gesagt, die werden halt gerade zugebombt und beleidigt halt jetzt irgendwie, was eine scheiße Organisation das hier wäre, etc. Und ich finde, da hat Horny recht, das muss echt nicht sein. Also, ich spreche das jetzt mal verallgemeinert an, kurz. Ja, also wer sich nicht angesprochen fühlt, fühlt sich nicht angesprochen. Finde ich raus, dass das irgendjemand hier im Chat war. Bist du forever gone. Ohne Diskussion. Also wenn das jemand von hier macht, ist für immer Feierabend in diesem Stream. Du wirst hier nie wieder teilnehmen. Das sollte klar sein. Okay? Deswegen sage ich extra, wenn ihr das nicht macht, fühlt euch nicht angesprochen. Finde ich das raus, fliegt ihr alle raus. Also, wo es herkommt, logischerweise. Ne? Das will ich hier nicht sehen. Wir können, also ihr könnt gerne über unsere Sachen reden und was wir machen. Aber garantiert geht hier keiner zu einem Veranstalter und mault den an. Weil das nicht euer Bier ist. Das geht euch ein Scheißdreck an. Nächste Runde machen wir das mit der Drücken. So, verstanden, machen wir. Das geht euch ein Scheißdreck an. Und das möchte ich auch, dass das so ist. Also bleibt bitte sachlich und vernünftig. Danke. Hab euch lieb. Ich meine nicht, dass das hier... Ich möchte es einfach nur nochmal so ansprechen, ja? Nicht, dass das ein Problem ist. Muss ich auch vor Augen halten, die Leute sitzen da 16 Stunden in der Reko und sowas, die tun hier, die sich die Fälle angucken, etc. Das sind alle Menschen und da kann halt mal ein Fehler passieren, mein Gott. Heißt selbst nicht, dass das Event scheiße ist oder schlecht ist. Ist schon super bis jetzt. Danke, Audi. Der hat den Platz gemacht. Im Endeffekt können wir froh sein, dass sich Leute in ihrer Freizeit sich so einen Scheiß hier und so einen Stress überhaupt reinziehen. Und genau, Scheiß nicht, weil es scheiße ist, sondern weil es wirklich Arbeit ist. Viel Arbeit ist, ja. Genau. Definitiv, ja. Allein das Planen etc., da steckt so viel dahinter. Das sieht man so gar nicht. Ich habe ihnen auch gesagt, klar, war das ein bisschen verwirrend für uns Fahrer, sage ich mal, in dem Moment, ne? Aber mein Gott, passiert halt. Alles gut. Müssen wir nicht weiter drüber reden, genau. Müssen wir nicht tot diskutieren. Hier sind gute Vibes angesagt. Wenn wir das, wie gesagt, rausfinden und spitz kriegen, ist hier Feierabend. Forever. Moin, okay. Da vorne links, 26. Vorne Hallo? Links, 26. Ja. Warte. Vorne rechts 27,4. Also 26,0 und 27,4 vorne. 27,5? 27,5. Ja. Okay. Ja. Hinten rechts 26,3.
Hinten rechts. Hinten links. Ja. Und hinten rechts 27,3. Genau. Maga. Warte. Ja. Das passt. Passt er? Ja, passt er. Okay. Nicht. Sorry, hier ist gerade nebenbei noch alles was. Alles gut. Passt schon. Was denn? Wir haben Chancen auf P8, sehe ich gerade. Ja, ich die weiß. Waren kurz vor in der Box und das heißt, die müssen auf jeden Fall noch mindestens dreimal stoppen. Ja. Wenn wir jetzt richtig Attacke machen, dann geht's. Die haben nur 28 Laps geschafft, also irgendwas ist da vorgefallen. Ja. Die haben noch eine Strafe gekriegt, 10 Sekunden mussten rein. Ja, aber hätten die nicht absetzen können, wenn das die. Das Auto ein bisschen ekelhaft. Wenn die einen Pitstop machen? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Auf jeden Fall, wir ballern jetzt durch bis zum Ende. Volle Randatte. Hundertzehn ist nicht vor uns, okay. Oh, Stan, wir sind ganz schön on fire heute, Brudi. Also wir haben jetzt den ersten Stint ein bisschen im Verkehr gesteckt heute. War nicht so gut. Und zweimal haben wir einen auf den Dongel gekriegt. Aber Bagger, sind wir schnell heute. Also wirklich alle drei sind heute richtig schnell. Also wirklich noch nie... In der ganzen Historie, in der wir alle so in der Konstellation fahren, sind wir alle drei gleich schnell gewesen und dazu richtig schnell. Also, Roll geht ab, du. Heute ist Tiger im Tank. Das ist kein Positionskampf. Sorry, Aston. Sorry. Bei Pitfall hat man da die Möglichkeit, die besten Runden zu sehen von den Teams? Weiß ich nicht, keine Ahnung. Müsstest du irgendwie mal Chat fragen. Chat? 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 Ah, nur mit Pro. Okay, alles klar. Twitch Prime ist... Sind Fahrrad, danke für 56 Monate, Maga. Also das war schon wieder so ein 10 von 10 Moment, Sam. Das ist wie 2/4, Alter. Ich muss wie lange fahren? 1,5 Stunden ungefähr, ne? Etwa, ja. Also halbe Stunde auf alte Puschen. Ja, wobei nicht ganz. Ich glaube, du war 1 Stunde 20 Minuten oder so. Ja, ich muss halt splash and dashen. Oder? Ja, na gut. Ja, ist echt wir haben noch irgendwo so ein graues Paar Schlappen drinne. Das werde ich mir dann raufziehen. Also eins, was noch nicht ganz runtergebügelt ist. Das hat wahrscheinlich Xentrin gefahren. Naja, weil in dem Einstint hast du halt Full Course Yellow gehabt. Das stimmt, ja. Irgendwo haben wir noch ein paar graue Puschen. Und die kannst du ja 16 Minuten nageln, auf jeden Fall. Ist ja gar kein Erwartungsdruck. Auf dem letzten. Was fährt er denn gerade? Er fährt jetzt 9. 10. Ja gut, die 1,5 Stunde musst du dann halt wirklich die Kackschlappen fahren. Ne? Ja, ist egal, geht schon. Das müsste dann Reifensatz 7 gewesen sein. Weil 8 bin ich davor gefahren eben. Oder war das in 8 schon? Also im letzten Stint der Fulcus Yellow, ne? Weiß ich nicht, genau. Chad? Chat? Okay.
Moinsen, Magga. Ach, ich liebe Endurance-Rennchen. Ich liebe sie. Sie sind einfach so schön. So viele tolle Momente, an die man sich lange, lange, lange erinnern wird. Ja, sorry, Leute. Ich bin schon hier 4 Stunden am Racen gewesen. Ist so. Ich bin durch in der Birne. Der ist schon weich im Kopf, Junge. Pfaffen, hier, Dankeschön, Maga, für deine netten Worte. Ey, ist ohne Scheiß, mich freut das sehr, dass wir dieses Jahr, und das meine ich jetzt nur nicht ich, sondern wir alle, so viele neue Menschen zum Racen gebracht haben, dass ich zum Racen gekommen bin, dass wir so viel Spaß haben, alle daran. Das ist einfach, das sind für mich, also ganz ehrlich, Rennwochenenden sind für mich einfach die schönsten Wochenenden. Ist so. Freitag Qualifying, Samstag Rennen in die Orgel. Und dann gib ihm. Das ist einfach immer eine schöne Zeit. Definitiv, ja. Also wirklich schon so viele schöne Dinge erlebt, beschissene Dinge. Neue Leute kennengelernt. Viele kommen auch nur her für Endurance-Rennen, sonst gucken die gar nicht zu. Ist auch geil. Ist wie Weihnachten. Stimmt, die Best Lap kann ich mir anzeigen, wenn ich auf Fahrzeug switche, glaube ich, ne? Weiß ich nicht, kann sein, ja. Aber willst du jetzt alle 44 Autos durchklicken? Dann bist du ja Baller. Nein, das jetzt nicht, aber ich würde mir gerne vorne so die ersten 5 oder so sehen, dass die gefahren sind. Oh Gott, zeig's bei uns, dürfen alle fahren. Ich schließe niemanden aus dem Racen. Ich bin ein großer Befürworter und Botschafter, dass jeder fahren soll und jeder praktizieren soll bei uns auf dem Server, einfach nur damit Erfahrung sammeln. Und falls das vorkommen sollte, dass irgendeiner da aus der Reihe tritt und dich dafür voll macht, fliegt er auch und ist permagebannt von dem Server. Also bei mir auf dem Server darf jeder fahren. Immer so, dass natürlich Rücksicht genommen würde auf andere, aber rauf darf jeder. Weil sonst, wo wollt ihr sonst üben? Ich will ja, dass ihr weiterhin fahrt. Und das in der Community drinnen bleibt, wie eine größere Community werden. Du hast mich noch nicht fahren sehen. Maga, ich habe Leute fahren sehen, da stehen die Haare zu Berge. Aber das ist okay. Das gehört dazu. So haben wir alle angefangen. Maga, überleg mal, mein erstes 12-Stunden-Rennen mit Xentrin, Pete und Reini. Maga, ich habe mein Auto so oft in die Wand genagelt. Also das war mehr in der Wand, als es auf der Strecke war. Und ich bin nur 2 Stunden von 12 gefahren. Oh krass, 43,8. P1, Westflip. Unglaublich starke Leistung heute, Vince. Unglaublich starke Leistung. Super nicht, gemacht. Nicht nur fahrerisch, Brudi. Ganz starke Kontrolle über dich selber heute. Das ist richtig, richtig gute Leistung. Jetzt noch einmal ein Stint richtig abreißen und dann küsse ich dir deine Augen, wie man so schön sagt. Oh. Du hast übrigens alles umgestellt. Ja. TC danke und so. Für euren Support und eure Unterstützung. Ich fahr doppelt. Ja, ja, dein TC ist aber auf 3 gerade und deine Bremsbalance auf 58. Ja, ja. Okay, soll so, ja? Ja, ja. Okay, alles klar. TC 4 fahre ich ja nur am Ende, weil mir das 6 so schwummig wird. Alright. Macht der echt gut heute, ja. Ich fahre das Ende, ja. Ich fahre die letzten 1,5 Stunden. Also der Winko fährt jetzt noch 1 Stunde und dann gehe ich rein nochmal 1,5 Stunden. Let's go. Push, push, Maga. 8 ist drinne. Und das ist kein Joke jetzt gerade. Platz 8 ist drin. Auf Papier. Nochmal schön abreißen, durchatmen, konzentrieren. Remix, dankeschön für 60 Monate und Salzbohne, danke für deinen Sub übrigens, vielen Dank. Dem Fahrers, danke für 56 und Anzug Alpaka. Danke für 5 Subs, vielen Dank. Kursierbar, ja, das stimmt nicht. Müsste jetzt 3 von Satz 10 sein. Ausrufezeichen Server. Ach, der Walderbach. Kein Point.
Haben Profi-Rennfahrer eigentlich einen Vorteil wie Lukas Blur? Weiß ich nicht. Ich habe keine Ahnung, wie. Ich weiß nicht. Ich glaube, Lukas fährt einen Fefe oder so. Ne? Ich weiß nicht, ob Lukas im realen Leben schon Fefe gefahren ist. Was er auf jeden Fall als Vorteil hat, ist sehr viel Streckenkenntnis, gehe ich von aus. Aber ob das ein Vorteil ist, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Da müsstest du Lukas selber fragen, glaube ich. Aber ich glaube, er hat sogar eher Nachteile, weil ihm einfach, sag ich mal, die Gehkräfte fehlen, ne? Das kann auch sein, ja, weil das fühlt er ja nicht. Genau. Also es gibt Vor- und Nachteile, denke ich. Für und wieder. Wie geht's noch? Zumindest von der Pace. Was machst du? Von der Pace her, denke ich mal, einfach ist er langsamer dann, ne? Als ja. Wenn jemand hier einfach nur Simracing die ganze Zeit fährt. Aber ich denke mal halt vom Verständnis her, etc. Da ist er natürlich klar vorne. Würde ich jetzt behaupten. Ja, für und wieder. Ich fahre die Strecken einfach. Also ich habe mittlerweile, muss ich ganz ehrlich sagen, gucke ich mir immer mal so eine schnelle Runde von irgendwem an und dann fahre ich die Strecke. Und was mir in letzter Zeit sehr viel hilft, ist mit langsameren zu trainieren. Das klingt sehr dumm. Aber mir hat das sehr geholfen, mit Sascha zu fahren und dem immer hinterher zu fahren und denen das hoch und runter zu predigen. Weil dadurch bin ich schneller geworden. Wobei ich Sascha nicht die perfekte Linie gepredigt habe, aber das hat mir geholfen, noch schneller zu werden und Zeit zu finden. Was mir halt wirklich ultra viel bringt, und das meine ich wirklich ernst so, ist das Training mit Michel. Also Michel ist ja, ich sage ja nicht umsonst Coach, Michel, der trinkt mich halt auf einem ganz anderen Level. In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Die Zemo. Also Michel fährt ja auch ganz viel, deswegen habe ich das ja mit Sascha auch gemacht. Michel fährt mir immer hinterher und nervt mich halt so unglaublich viel, dass du willst ihn gar nicht mehr hören, den Affen. Aber der geht dir so auf die Eier, dass du die Kacke irgendwann, also bei mir ist es wirklich so, die letzten 3 Strecken, die ich trainiert habe, die kann ich mit Augen zufahren. Die kann ich wirklich mit Augen zufahren. Ich brauche nur das Auto hören und weiß, wo ich bin. Und dann hast du eigentlich alles erreicht. Der Rest kommt dann von alleine. Das Delta ist verbuggt, by the way. Und so lerne ich meine Strecken. Und das hilft auch extrem, wenn ihr jemanden habt, der... Ferrari, das ist Mobbing. Ich bin nicht schneller als auf der Geraden. Danke. Das hilft halt extrem... Wenn du jemanden hast, der schneller fährt und dir die ganze Zeit hinterher fährt und dir das zeigt. Also das ist alle Male besser, als wenn du die Guides anguckst. Weil die Guides verraten dir nicht die Kniffe, um schnell zu werden. Und da gibt es echt einige auf den Strecken. Also sowas wie Gewichtsverteilung, Bremse antippen, Shortshiften, solche Sachen. Das verrät dir keiner. Also in keinem Guide der Welt wird dir jemand so etwas... Also ich sage es mal so. Ich kenne keinen Guide, der dir das verrät. Und damit wirst du halt richtig schnell. Wenn ihr mal zum Beispiel... Nur mal als Beispiel, ja? Wir gehen mal in die... Wartet mal kurz. Ich verrate euch einen kleinen Trick. Wir müssen kurz warten, bis eine neue Runde anfängt. Gleich noch weit. Moment. Pass auf, jetzt in dieser Kurvenkombination, die jetzt kommt, sagen die Leute dir nur die Bremspunkte ab 100. Leute werden aber schnell feststellen, dass sie, wenn sie bei 100 bremsen, zu schnell sind. Wenn du das Auto aber richtig anstellst, kannst du bei 100 bremsen und dich hier reinfallen lassen. So, jetzt kommt aber der Trick. Hier rum, hoch in dritten, damit du nicht wegfliegst. Hier in die Mitte. Das macht Vincent übrigens nicht ganz richtig. Aber wenn du da in die Mitte anpeilst und den Gang bis hoch drückst, ihn dann rollen lässt, also am ersten Schild oben, also am zweiten Pirelli-Schild
und dann nur einmal ganz kurz deine Bremse tippst. Nur kurz zieht sich das Auto rum, also fällt in die Kurve rein und du kannst viel früher Gas geben. Und das ist ultra viel Zeit, die du da findest. Und das sagt dir aber keiner. Die Leute sagen dir meistens nur, peil das an, geh vom Gas runter und dann lässt es laufen. Aber du kannst halt den Gang voll hochfahren, visierst die Mitte an, tippst einmal kurz auf die Bremse, also wirklich nur minimal. Und das Auto zieht sich in die Kurve von alleine und dann kannst du Vollgas oben wieder rausgehen. Und das sagt dir aber keiner. Oder dass du bei Mercedes gibt es halt gewisse Kurven, wo du nie vom Gas gehen solltest, weil das Auto unfassbar instabil wird. Also zum Beispiel hier, bei der Kurve. Wenn du hier ganz langsam Gas reingibst, bleibt das Auto stabil, klebt an der Curve und dir rutscht das einfach nicht weg. Das funktioniert aber nur mit perfektem Setup. Das funktioniert mit jedem Setup. Kann ich dir sagen. Ich fahre ganz oft auch Kack-Setups. Damit geht's auch. Also wenn ihr jetzt hier hochgeht und dann rüberzieht, so wie er, jetzt hörst du auf, tippst die Bremse, der zieht sich rein. Habt ihr gesehen? Der lässt gar nicht so lange laufen. Der lässt überhaupt nicht so lange laufen. Das zeigt dir aber keiner in der Hotlap. Weil da wird gesagt, geh runter und dann tschüss. Aber das, was Vincent gemacht hat, das ist schneller. Dieses kurz antippen, reinziehen und weiter. Aber so, es fährt halt jeder anders. Sagen wir es mal so. Mit Mercedes, sagen wir es mal so, um es wirklich vernünftig und politisch korrekt auszudrücken. Das ist von Auto zu Auto unterschiedlich. Mit Mercy Schmercy ist das aber aktuell der schnellste Weg, mit einer der schnellsten Wege, um die Kurve zu kommen. Hier übrigens genau dasselbe in der Kurve. Du bist schneller, wenn du weiter rausfährst als die weiße Begrenzung, reinlenkst, drauf tippst auf die Bremse, der zieht sich rein und du kannst wieder raus. Ihr müsst mal, wenn ihr bei Michel zuguckt, also wenn ihr Lust dazu habt und irgendeinem jemand den Link dazu schickt, guck mal auf Michel seine Pedalarbeit. Da werdet ihr ganz schnell feststellen, dass Michel super häufig die Bremse wirklich nur anpustet, also wirklich nur ein bisschen anpustet, damit das Auto sich hinzieht. Und das nimmt nicht viel weg, also du hast nicht so Ultra-Bremsleistung, das Auto zieht sich halt einfach nur rein, weil die Kräfteverlagerung durch das Antippen der Bremse halt stattfindet. Und dadurch, also wenn du jetzt beispielsweise dein Auto dich nach links ziehst und du auf die Bremse drückst, zieht sich das Auto nach rechts. Ist super crazy, habe ich nie gewusst, ist total bescheuert, aber wenn du das irgendwann verinnerlicht hast, dass du so dein Auto korrigieren kannst, wirst du automatisch schneller. Und das sind halt so ganz kleine Nuancen, die ich zum Beispiel nie wusste. Die ich nie wusste und hätte auch niemals rausgefunden, weil ich gar nicht auf den Trichter gekommen wäre, wodurch du halt ultra schnell wirst. Also naja, was heißt ultra schnell? Du wirst halt schneller. Das macht ultra viel aus. Ist total bescheuert. Als ich das rausgefunden habe, habe ich mir ein Loch in den Arsch gefreut. Und Michel hat das früher mal zu mir gesagt, tipp mal einfach die Bremse. Und ich so, hä, bist du bescheuert? Was soll das denn? Ich werde doch langsam. Und er so, tipp einfach mal drauf. Nur mal müh. Und dann so, oh. Aha. Die fahren immer noch im Regen, ne? Herr Michel. Ja, bei denen regnet es die ganze Wahnsinn, Zeit. Wahnsinn, ja. Vor allem mit dem Audi da noch, oh je. So, jetzt dürften wir gleich wieder P10 haben. Oho.
Also wenn ihr mal solche Fragen habt, ich meine, ich möchte nicht, ich bin kein schneller Fahrer übrigens. Also nicht so ein schneller Fahrer, dass ich hier irgendwie auch nur ansatzweise irgendein Coach sein sollte oder könnte. Also da fehlen mir noch 2 Sekunden Pace. Aber so das, was ich weiß, kann ich euch gerne sagen, wie ich Runden fahre. Das kann ich gerne machen. Aber trotzdem dürft ihr nie vergessen und auch immer im Hinterkopf behalten, wenn ich euch sowas erzähle, es kann auch falsch sein. Weil die anderen Jungs fahren noch viel, viel schneller, also deutlich schneller, und die wissen noch viel mehr, als ich überhaupt weiß und was ich noch kennengelernt habe. Das muss man immer dazu sagen. Also ich fahre jetzt hier nicht World Cup Niveau. Ich weiß gerade aktuell nicht, wie Jay fährt, weil ich glaube, ich eine Woche oder so mit Jay nicht gefahren bin. Seitdem 2 Stunden Rennen. Und da hat er sich relativ gut geschlagen. Warum nicht Hupe? Damit der andere weiß, dass Vincent schneller ist und ihn gerne überrunden möchte. Damit er weiß, dass er vielleicht mal Platz machen könnte. Wie lange fährst du jetzt? Wie lange fährst du jetzt, dass du das alles wissen könntest? Ich fahre jetzt 500 Stunden ACC. Ich fahre 500 Stunden ACC und vor 2 Monaten habe ich erst angefangen, Rennsport zu verstehen. Also ich fahre seit 2 Monaten intensiver und entwickle mehr Verständnis für die Autos. Und Jay fährt gar nicht so schlecht, also ist genauso wie Igai, also Sascha hat ja auch angefangen. Der ist auch für 4 Tage, die sind mir alle schon Längen voraus. Also vielleicht noch nicht in Rennzeit, aber die sind mir schon um Längen voraus. Oh, dann haben wir jetzt erstmal die frische Luft, ey. Wieso, hast du gepupst? Boah, nee, aber es ist halt so mittlerweile ein bisschen stickige Luft, so ein bisschen. Ja. Der ist scheiße heiß. Hast du bald geschafft, halt durch. Ja, klar. Konzentriere dich nochmal das letzte Stück, push noch ein bisschen, greif an und dann bist du bald durch. Ist ja nun kein Hexenwerk, das Game. Ja? Na dann fahr mal los. Fahr mal schnell. Dann fahr mal schnell. Ist kein Hexenwerk. Hm? Ja, fahr mal. Wirst dich wundern. Ist wirklich so. Wirst dich wundern. Ja, verstehen? Na, verstehen können wir alles. Das in deine Füße reinzukriegen, ist was anderes. Ich habe vorher auch 400 Stunden gehabt. Habe nichts verstanden von dem Game. Und mit Verstehen meine ich, dass du schnell und zügig das Ding über die Bahn kriegst. Das dauert. Also es dauert wirklich. Wenn du jetzt nicht, ganz ehrlich, wenn dir nicht jemand diese Kniffe verrät, wenn dir das keiner verrät, dann wirst du auf kurz oder lang, also du wirst sehr lange brauchen. Habe ich gelesen, Nick Next. Werden wir bestimmt, ich weiß nicht, ob noch ein Video rausgekommen ist jetzt oder ob das nächste Woche rauskommt. Jungs, ich bin auf der Schnellrunde. Macht Platz da. Ich glaube, er fährt jetzt noch so eine halbe Stunde ungefähr. Also ich persönlich muss sagen, YouTube und Twitch haben mich nicht schneller gemacht. Also ich kann so viel Jadir gucken, wie ich will. Das bringt mir nichts. Das bringt mir nichts zu verstehen, wie ich schnell fahre. Hat mir nichts gebracht. Also vielleicht bin ich aber auch ein anderer Typ Lerner. Das kann natürlich sein. Das weiß ich nicht. Und mentale Stärke habe ich jetzt auch nicht durch YouTube-Videos gucken gekriegt. Weil, also mental musst du ja auch fit sein. Hast du vorhin anders erzählt? Ich habe vorhin gesagt, damit ich weiß, wo die Bremspunkte sind, ja. Das heißt aber noch lange nicht, dass dir einer sagt, wie du gewisse Dinge korrigieren kannst, die wichtig sind, um am Limit zu fahren.
Oder habe ich mich falsch ausgedrückt? Ich habe gesagt, ich gucke mir für Bremspunkte, gucke ich mir mal ein Video an. Aus dem Weg. Oder habe ich was anderes gesagt? Dann möchte ich das natürlich korrigieren. Ja, das macht dich aber nicht schnell, weil du weißt, wo ein Bremspunkt ist. Willst du mich gerade veräppeln oder was? Also in keinem Video der Welt wird dir jemand sagen, dass du da oben in der Kurve, die jetzt gleich kommt, die Mitte anpeilst, auf die Bremse rauftippst und das Auto sich reinzieht. Das wird, siehst du in keinem Video. Das, wieso mal... Ich will, pass auf, ich habe Barcelona vorher nicht gemacht, ja? Ich erkläre dir das mal. Ich habe mir das angeguckt, das Video. Und dann bin ich 1,51 gefahren mit vollem Tank. 1,51. Also von dem Video war ich jetzt nicht schnell. Danke, Ferrari. Ein Video macht dich nicht schnell. Und einen Bremspunkt macht dich auch nicht schnell. Dann hast du nicht das richtige Video gesehen. Thinking, du Lümmel. Ich reg mich nicht auf. Ich versuche nur nachzuvollziehen, ob ich vielleicht mich versprochen habe. Das kann gut aus mal passieren nach so vielen Stunden. Jetzt pass auf. Ich habe euch auf Barcelona gesehen, bin gerade gefahren. Schwupps, 1,47. Ja, dafür hast du ja jetzt aber auch 7 Stunden zugeguckt oder 8. Ich sag ja, ich versuch dir. Mann. Hör mir doch zu. Es gibt unterschiedliche Lerner, BKSM. Und das, was ich mit E-Guy zum Beispiel gemacht habe, ist ein volles, vollumfängliches, stundenlanges Tutorial, in dem ich dir in jeder Runde sagen muss, was du tust. In jeder. Für Stunden. Dass du, wenn du Augen zumachst, ganz genau weißt, was du machen musst. Das ist aber kein Video. Genau das würdest du kriegen, wenn du, keine Ahnung, in einem Rennstall bist und dir dein Renningenieur die ganze Zeit die Scheiße hoch und runter betet. Das hat nichts mit einem Video zu tun. Dass dir das was gebracht hat, jo, das glaube ich dir, weil das, glaube ich, kann sogar einer hoch und runter beten, wo es zu wo ist, der nicht mal dieses Auto fährt, der kann schon Spar fahren. Aber das ist doch ein Unterschied. Und nur weil du dir jetzt ein Video anguckst, was Mavix zum Beispiel macht, heißt das noch lange nicht, dass deine Hände und deine Füße und deine Augen genau das machen können, was Mavix macht. So, und das versuche ich euch, das habe ich dir jetzt gerade, also nochmal ganz in Ruhe erklärt. Dass dir das natürlich was bringt. Da will ich nichts zu sagen. Übrigens, eine 1,47 ist schon zügig, da ist aber auch noch Luft nach oben. Und für dieses Luft nach oben fehlt dir dieses Quäntchen, wann du was machen musst. Und wenn dir diese Tricks keiner verrät, wirst du nicht unbedingt schneller. Außer du findest das alleine raus. Und ich fahre jetzt meine Drücke raus. Manchmal habe ich wirklich das Gefühl, Leute wollen mich missverstehen oder ich rede wirklich nur mit Radieschen in den Ohren, im Mund. Manga? Ja? Kurze Frage. Ich wurde gerade gefragt vom Schwesterteam, ob wir später uns nochmal alle zusammen treffen. Ja, klar. Kurz quatschen. Ja, sicher. Jo. Okay. Natürlich. Wunderbar. So, ich gehe jetzt meine Drücke rausfahren. Mach das. Ja. Wir haben 18 Grad draußen, ne? Warte, ich guck mal. Ja, müsste 18. 17, 17. Beides 17. Luft und Strecke. Schon wieder gedroppt, ey? Anscheinend, ja. Wie spät ist es? 10 Uhr. 10? Ja, 10. Also 22 Uhr, ja. Set abladen.
Ich glaube, wir haben ein bisschen aneinander vorbeigeredet. Beenden wir das Thema einfach, Leute. Das ist sonst... Green light. Go, go, go. Ich fahre die Drücke raus fürs Auto. Und hinter mir wieder so ein schneller Bentley an, oder was ist das? Warte, schau ich mal. Hinter dir ist ein Audi, oder? Ja, Audi. Der kommt mir so vor, als ob der aufholt. Ja, war glaube ich knapp eine Sekunde schneller. Eine Sekunde? 44,6 oder so ist der eben gefahren, glaube ich. Ja. Ist kalt übrigens. Glaube ich. Die Reifen waren ganz schön kalt. Die wollten gar nicht am Körb dran pappen, aber ist mal schön in die Wand gejagt. Training. Nice. Joink. Innenkörb ist Lava mit kalten Reifen. Alles gut? Ja, ich habe die dritte Cut geholt gerade. Oh. Nein, dann pass auf jetzt. Ja, ich push jetzt auch nicht mehr, ich fahr jetzt safe. Mach das. Ey, das sieht so geil aus, wie der Auspuff glüht bei uns, ne? Warum fahre ich denn 13 Grad? What the fuck? 13 Grad stimmt nicht. Aktuell noch 17 Grad. Ja. Sin, er fährt noch 1,5 Stunden circa. Ich ja. Genau, ja. Ich fahre jetzt 1,5 Stunden, genau. Danke. Green light. Jetzt hast du 12 Grad. Wollt ihr mich verarschen? Warum stelle ich 17 ein und hab dann 12? Was hast du für eine Wolkendecke ausgewählt? 12%? Macht 20%. Okay. Hä? Okay, habe ich. Verstehe ich immer noch nicht, aber ey, ist okay. Dann habe ich 13. Okay, 13. Dann machen wir einfach 80% jetzt. 84. Da sehe ich uns. Jetzt regnet, pass auf. Ja! Hä, willst du mich verarschen? Wieso sind jetzt 13 Grad? Dann stell einfach die Ambient-Temperatur hoch. Sag mal. 5 Grad oder so. Ja, ich will ja Average 17 fahren. Pass auf, jetzt sind wir bei 31, Xentrin, pass auf. Twitch Prime ist... Jetzt sind wir bei 18. Hey. Na, kommt ja hin. Ein Grad weniger. We ich glaub, did das macht it, nicht. Boys and girls. Was für ein Käse. Naja, egal, wir haben's. Oh Gott, nee. Dieses Setup möchte ich nie in meinem Leben löschen. Das ist das geilste, das ist das geilste AMG-Setup, was ich je gefahren bin auf dieser Strecke. Hat schon geregnet? Nee, glücklicherweise noch nicht.
Also 10 ist auf jeden Fall safe bei uns. Wenn wir keine Scheiße mehr bauen, ist gegessen. Da sind wir durch mit 10. 9. Sind wir gerade 9? Das könnt ihr einfach so haben, das Setup. Mir ist das auch egal. Nur halt vor dem Rennen habe ich ein bisschen geheim gehalten, versucht zumindest. Oder danach ist es mir egal. Wollen wir das sharen für die Pfans zum Download? Ja, klar, wenn sie es haben wollen, gerne. Ja, dann machen wir das nach dem Rennen, Leute. Dann lade ich das im Discord hoch. Dann könnt ihr euch das da runterladen. Also ich muss so 38 Minuten ungefähr fahren. Das heißt, ungefähr 35 Minuten wird der Stint hier noch dauern. Also könnt ihr schon mal... Dann macht er schon. Der fällt schon warm gerade und guckt nach Drucken. Ja, ich meine nur, dass er sich den Restsprit dann für sein Splash und Dash ausrechnet, dass ihr das gleich habt. Okay. Wenn er nur auf diese Restzeit fahren muss, dann wird es gut, wenn er das gleich parat hat. Maga, rechne dir mal aus für 25 oder mach mal für 28 Minuten Sprit, wenn das noch irgendwie möglich ist bei dir. Ja, ja, machen wir gleich. Und bei dem Splash und Dash später, den du hast, würde ich die Reifen drauf lassen, die du vorher gefahren bist. Ja, lass versuch ich dir einfach ein bisschen zu schonen, dann sparen wir eventuell Zeit. Hast du gerade zu mir gesagt, ich soll die Reifen schonen? Ja. Ja, na klar. Ich bin heute fast as fuck boy. Schon mal die Reifen, Brudi. Na klar, Xetrin. Natürlich. Morgen kommt der Weihnachtsmann. Ich versuche, die Reifen zu schonen. Ist okay. Oh nee, ne? Was denn? Anscheinend technische Probleme bei Sascha im Auto. Oh, scheiße. Ich geh mal grad gucken. Hardware-Ausfall. Bei wem? Ich weiß es nicht, irgendein Fahrer von denen. Ich glaube Funke war's. Oh nö, das ist ja ärgerlich. Passiert alles, haben wir auch alles schon durch. Xentrin musste mal zu seinem Kumpel und sich ein neues Lenkrad holen. Mitten im Rennen. Das stimmt. Im Regenrennen. Ja, trotzdem ärgerlich immer wieder. Ja, passiert. Sind Erfahrungen, die sammelt man. Eben. Alter, du hast hier ein Setup mit El Vinco gebaut, das ist einfach widerlich. Widerlich gut.
Mager. Ja, das ist einfach, alter Verwalter, das ist doch so kranke Scheiße, das Ding. Zumindest halt schön stabil, ne? Mager, das ist nicht nur stabil, das ist auch einfach fast as fuck. Ja, aber ich glaube, noch ein paar Dinge da, wenn man da ein bisschen mehr Ahnung von hätte oder so, da geht noch bestimmt was. Bin ich mir ziemlich sicher. Gesehen. Ja, die Laune von Sascha ist nicht mehr so da. Nee? Nee. Das heißt? Ja, man merkt halt, dass es ein bisschen halt frustrierend ist für ihn gerade, ne? Ja, ist normal. Haben wir alle gehabt. Ja, genau. Gehört dazu. Dann gehen wir nachher bei. Dann kommt Pep Talk. Und dann ist 2-3 Tage, 4-5 Pause. Opa. Und dann sieht die Welt wieder ganz anders aus. Noch kein Meister vom Himmel gefallen. Überleg mal, wie lange wir gebraucht haben, bis wir überhaupt einigermaßen schnell gefahren sind. Und sicher. Vor allen Dingen sicher. Vince hat jetzt noch ungefähr 30 Minuten auf dem Tacho. Ja, meine Reifendrücke passen, die Standardreifendrücke, by the way. Keine Ahnung warum. Ich? Ja. Also jetzt sind gerade 18 Grad draußen. Ich fahre mit den Standardreifendrücken und die sind okay. Gut, du fährst halt voll komplett voll die ganze Zeit durch, ne? Ja. Ich würde vielleicht 0,1, 0,2 draufpacken. Weil umso leichter das Auto wird, umso weniger Reibung dann irgendwann im Moment, ne? Ja. Und dann wird die dann doch wieder ein bisschen kälter, denke ich. Also 0,2 würde ich dir, glaube ich, draufpacken. Auf den Druck jetzt. Ja, das sehe ich auch so. Was für eine Ambient-Temperatur hast du da gerade? 18. Okay. Aber vielleicht sollten wir auch einfach 0,3 drauf machen dann. Ja, sicher vielleicht, ne? Ja, weil, also ich sag mal, mit 18 kannst du easy fahren. Und na, das spielt ja nicht so. Hä? Habe ich jetzt nicht verstanden. Ich versuche halt immer noch das Curb hier oben. Ob mich das wirklich rumzieht im voller Lotte. Nee, also ich würde ihn meiden. Also immer wenn ich da rüberkomme, wird das Auto so unruhig. Ja. Ich versuche den auch immer zu meiden, aber ich probiere ihn trotzdem sehr oft irgendwie noch.
Ich versuche die Kurve halt noch schneller zu fahren und dann halt den Curb mitzunehmen, dass der mich rumzieht. Hm. Aber ich glaube, das sollte ich lassen. Ich sehe gerade Nummer 1, also Platz 1 und 4 müssen anscheinend Bremsen wechseln. Bremsen wechseln? Ja, laut Chat, Pumo schreibt okay. Gerade, die müssen Bremsen wechseln anscheinend. Dann haben die aber richtig reingedonnert, Junge. Stark. Also das ist stark. Das ist eine Leistung. Vielleicht vorhin bei Mielo irgendwie die Bremsen zu heiß gelaufen? Ja, das kann natürlich auch sein, ja, dass sie da zu lange laufen lassen. Ja. Und ich hatte auch ganz kurz mal gelb gehabt, dann bin ich direkt von der Bremse runter. Ich hoffe nicht, dass wir sonst im Nachhinein auch noch irgendwie... Ich muss wirklich gestehen, dass Simracing für mich echt eine große Liebe geworden ist, Leute. Also je mehr man übt und je besser man reinkommt und je schöner man über die Kurven gleitet und die Zeiten sich verbessern und je sicherer man fährt, desto mehr verliebt man sich in den Scheiß. Das ist Wahnsinn. Je mehr man diese Mechaniken versteht, das ist einfach abgespacete Kacke. Das macht richtig Bock. Ja, da hat Strüben recht. Die beste Competition, die es gibt. Also wenn du gleich im Stint so fährst, wunderbar. Also, ja, hatte ich jetzt vor. Gut, ja, das sieht gut aus. Ich habe aber auch, muss ich dir ganz ehrlich sagen, diese Strecke verinnerlicht. Ich habe sie aufgesaugt. Ja, ich mittlerweile aber auch. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere die Strecke sehr hart. Ja, die hat einen guten Flow, ne? Ja. Diese scheiß Schikane geht mir so auf den Sack. Ja, bei Vincent auf jeden Fall hat sie nicht mehr so einen guten Flow. Nee, nicht ganz, ne? Don, das Setup laden wir später irgendwo hoch am besten, ne? Ja, im Discord, im Channel. Im Discord dann. Müsst ihr da mal gucken da. Später oder morgen. Aber denk dran, Chat, das geht nur mit dem Evo, mit dem 2020er Modell. Ja. Der alte, der packt das nicht mit dem Setup. Wann bist du dran? Gleich. 20 Minuten noch circa. Ich fahre keine Schleife. Schleife ist eine doofe Strecke. Aber. Also, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. Okay. Mach ich jetzt Foto. Gehe ich pullern? Stell vielleicht vorne rechts auf 27.4. Das wird aktuell. Ja, danke, ich weiß, Winter das hat. Ja, habe ich, okay.
Dann mache ich jetzt hier ein Foto, weil ich immer noch nicht weiß, wie dieses blöde Snippet-Tool für Screenshots in Windows funktioniert. Ich habe Foto gemacht hinten, mit Handy. Hinten könnte es aber auch eventuell. Warte mal, 26.2 fährt er gerade hinten. Also auf der linken Seite 26.2. Und bei ihm sind die gerade bei 27.5 hinten. Ja, ich bin jetzt am Ende, also meine Temperaturen haben gestimmt mit dem Standardding. Ich habe jetzt überall 0,2 drauf gemacht. Mhm. Ja. Oh, krass. Oh, geil, Alter. Und wo hat er das jetzt abgespeichert? Ach, krass. Siehst du, wieder was dazugelernt hier. Danke, Chat. Das habe ich an Mac habe ich das immer gefeiert. So, Bilder? Nee. Desktop? Nee. Dokumente? Nee. Gespeicherte Bilder? Nee. In der Zwischenablage? Soll ich es hochladen, gerade schnell? Nee. Jetzt lass mich. Lass mich. Boah, krass, das geht ja sogar. Abgefahrene Scheiße mit Zwischenablage. Das, ich fühle mich ja fast wie auf MacBook, Alter. Boah, abgefahrener Shit, ey. Cool, danke, Chat. Wieder was Neues gelernt heute. Bloß auf dem Mac ist es nicht in der Zwischenablage, Leute. Da ist es in auf dem Desktop oder as we Apple users say, the Schreibtisch. Ne? The Schreibtisch. Willkommen im Jahr 2021. Ja. Und wisst ihr auch, was ich gut finde? Es ist mir nicht mal unangenehm, dass ich es nicht wusste. Green light. Go, go, go. Es ist mir nicht mal unangenehm. Ich bin im falschen Auto. What the fuck? So, dann gehe ich jetzt nochmal pinkeln. In den Schmökern. Schmökern. Wo sind wir denn? Hier, 9. Du bist ja da, ne? Ich bin da, ja. Haben wir kein Licht an am Auto? Nee, ist ein Bug bei dir, glaube ich. Klar, warum auch nicht? Geil, Alter. Windows-Druck speichert in Windows-Druckfetzen, macht auch Zwischenablage. Das Problem ist aber, dass der Screenshot dann halt einfach mal 10 MB groß ist und dann kannst du den bei Discord nicht hochladen. Weil der immer. Ist ja per 8 vor mir für Zeiten. Wisst ihr, also. Hör mal kurz auf, Karl. Ich check's, oder? Aktuell 45,5. Acht Sekunden. Na, schaue ich nicht zu. Ach nee, warte mal. Ach so, nee. Warte, sorry. Ich dachte gerade den Überrundeten. Der wird von der P8 vorne, vom Kleinschmidt. 46,6 die letzte Runde. Alles klar. Let's fucking go. Denk an deine Katz, bitte. Ja, klar. Ich werde den auch nicht. Ich werde den auch nicht erreichen, definitiv nicht. Dafür bin ich zu lahm, aber. Fahr dein Ding so weiter, das machst du bereits gut auf jeden Fall. Also, das bringt, glaube ich, eh nichts, den nochmal anzugreifen, da die nur noch zweimal bitten müssen. Ne, einmal, glaube ich, sogar nur noch. Ja, einmal theoretisch, wenn die jetzt bei den Bus fahren. Okay, nein, die müssen auf jeden Fall noch zweimal bitten. Die waren vor 2 Runden an der Box. Wäre gut zu wissen. Ohne diese Katz hätten wir die Links in der Hose, ey.
Oh, sorry, das war keine 1,46, das war eine 2,46 wegen der Boxstandzeit. Der ist aus der Box? Oder was? Ja, ja, jetzt hätte er eine 44,6, also ich glaube, da muss man nicht schon. Okay, der war mal, okay. Fahr weiter so, machst du gut auf jeden Fall. Hoffnung genommen. Danke, Chad. Habe ich eben nicht gesehen, siehst du? Ja, P10 geht halt jetzt in die Vollen, ne? Die haben, glaube ich, ihren schnellsten Fahrer aktuell drauf. Der fährt eine 44,6 aktuell im Durchschnitt. Das könnte nochmal eng werden zum Schluss eventuell. Twitch Prime ist... Die Prediction, die hat noch nie, glaube ich, gestimmt bei Endurance. Also da kannst du nach 2-3 Runden, ist es total fehl am Platz, das Ding. Da braucht man gar nicht drauf achten oben. Ich bin hier von einem Audi-Sandwich. Ja, vor dir, glaube ich, 4 oder 5 Audis und hinter dir nochmal 2. Aber lass dich nicht stressen, fahr einfach. Der Marker darf mir dann irgendwann mal seine Drücke geben. Der ist noch kurz, glaube ich, pinkeln, der ist gleich da. Geht bitte dann durch. Ansonsten mache ich das. Logi da, ich glaube nicht, nein. Also schön wär's, vielleicht machen die ja noch einen Fehler oder so, aber ich glaube ohne Fehler oder so wird das, glaube ich, nichts mehr. Haben die Positionsfeld oder war fahren nicht weg? Nee, keiner von denen ist im Fighten. So, da bin ich ja. Bebe. Alles gut? Soweit, ja, er wird gerade wieder aufgehalten hier von den Audis. Striker, danke für deinen Sub. Willkommen zurück. Illumant, dankeschön. Aber ich möchte kein extra Tool installieren. Elefanto, die Lichthupe dient dazu, dass er signalisiert, dass er schneller ist als der Vordermann. Dass er sich ankündigt im Endeffekt, dass er ihn sieht. Macht das Sinn, zwei mittellange Stints statt einem langen zu fahren? Nee, macht keinen Sinn. Verlierst du hinten aus Zeit durch den Boxenstopp, weil das Reinfahren in die Boxengasse und der Stopp an sich zu lange dauern. Ja genau, wie beim normalen Rennen auch. Im Endeffekt kannst du das auch fast vergleichen mit normalen Rennen, nur halt im Spiel oder als 3D halt, ne? Nice, Jay. Jay, ich freue mich wirklich auf nächste Woche. Ich freue mich wirklich sehr. Das wird toll. Das wird ein schönes Event. Oder ein schönes Rennen, sagen wir es mal so. Ja, ich hab da auch richtig Bock drauf, ja. Den Stopp machst du so oder so? Ja, aber du machst ja einen Stopp mehr dann. Also man, eine Stunde sollte man schon durchfahren, außer es regnet. Weil du verlierst ja Zeit, du stehst ja doppelt. Wenn du zweimal in einer Stunde stehst und der nächste fährt wieder eine Stunde, hast du ja einmal mehr gestanden. Und dadurch verlierst du Zeit. Plus die Einfahrt in die Boxengasse und das Stehen. Oder habe ich jetzt einen Denkfehler? Nee, ich glaube, du denkst richtig. Er meint zweimal 45 Minuten. Ach so, ja, dann kommst du ja zeitlich hinten raus. Nicht. Ach so, du meinst jetzt gleich.
Das würde mit den Reifen aber wieder, glaube ich, schwer werden. Was? Du, so meinst du das? Ja, das Ding ist halt, wenn wir das so rausfahren, können wir Splash and Dash machen. Also dann fahren wir nur zum Tanken rein. Ja, machst du ja so oder so, oder nicht? Ja. Dann aber hast du am Ende nochmal weniger und auf schlechteren Reifen nochmal weniger Sprit als auf schlechte. Also ich glaube, das wäre angenehmer, wenn du komplett durchfahren und dann die letzten 20 Minuten oder sowas nochmal kurz rein was reinklatschen. Dann bist du leicht und die Reifen sind eh schon im Arsch. Vielleicht angenehmer dann, ich weiß es nicht. Drücke. Ja. Gibst du ihm die Drücke durch? Mach ich, ja. Okay. Gib mir dann Bescheid, Vince, wenn du kannst. Auf den Geraden. Halt. Also nur die Startziele erstmal. Ich sehe das halt so schlecht. Ja, sag ich dir gleich. Okay. Aber Leute, ich fahre mit mehr Sprit besser. Ich fahre mit mehr Sprit besser. Den Sprit rechnet ihr nachher aus, bitte. Ich habe das jetzt vergessen. Ich habe nicht auf meinen Verbrauch geguckt. Ja, müssen wir dann gucken, was dann in der Restzeit übrig ist ungefähr. Und dann tun wir da einfach nochmal irgendwie 6-7 Liter draufrechnen, würde ich sagen. Oder 8 Liter. Damit wir wirklich safe durchkommen. Weil wir brauchen eine Inlap, wir brauchen vielleicht noch eine Runde mehr, als wir denken eventuell. Wären 8 Liter oben drauf nochmal ganz gut. Nee, das Auto hat mit vollem Tank eine bessere Lage auf dem Dings. Das heißt, ich kann länger, schneller fahren. Also ich kann mit vollen Autos besser fahren als mit leeren. Und das Setup fährt sich auch besser mit vollem Auto. Deswegen würde ich ungern zweimal nur halb voll fahren. Weil so kann ich, so gewöhne ich mich an die Schnelligkeit, kann das weiter durchziehen und dann bin ich an dem Punkt, wo ich weiß, okay, hier ist cool. Dann habe ich das in den Füßen und dann kann ich wieder nochmal Splash and Dash fahren. Das wäre jetzt auch was anderes, wenn wir noch zwei Reifensitze hätten. Dann hätte er halt am Ende nochmal komplett niedrig oder leer halt das Ding ziehen können, ne? Auf neuen Reifen. So ist es halt schon gut, dass er halt, sag ich mal, den vollen Tank Druck, mit Druck, den guten Druck, Reifen ja, noch fährt. Druck, 25,9 vorne links. Ja. 27,4 vorne rechts. Ja. 26,0 hinten links. 26,0. Ja. Moment. Also Maga, ich würde dir da nochmal 0,2 draufhalten. Ich habe schon überall 0,2. Und hinten rechts 27,0. Ich habe schon mal 0 oder 0,9? 27,0. 0. Also 26,0, 27,0 hinten. Genau. 27,4 vorne rechts, 25,9 vorne links. Oh, P8 ist in Reichweite. Okay. Ja, aber ich glaube, die brauchen einen Stop weniger als wir. Ja. Aber die haben noch nicht damit gerechnet, dass ich vielleicht schnell fahre. Ja, du fliegst gleich, sagst du, ne? Nee, das nicht, aber... Ja, wenn schon, denn schon. Ja, ich muss mal gucken. Du weißt, immer niedrig stapeln und hoch abliefern. Ey, Lutz, moin, Maga. Ich finde das schön, dass ihr euch gegenseitig Fragen beantwortet mittlerweile. Das finde ich echt top, Leute. Das ist gut. Wir brauchen hier ein Licht übrigens, by the way. Ich mag dieses rote Kamerabild nicht. Da krieg ich's kotzen. Das müssen wir ändern. Irgendwie. Ich weiß noch nicht wie, aber irgendwie. Also ich glaube, jetzt komme ich an die Pace, wo ich langsamer werde. Das bedeutet, ich würde 2 Runden noch fahren. Ja, dann. Okay. Mach eine Abstimmung. Vielleicht irgendwie eine Lampe oder sowas genau über dir, die nach unten strahlt? Ja, ganz oben irgendwie. Mal gucken. Ja. Ich muss nur sehen, wie ich die befestige. Ab in die Decke rein, zack, übel. Nee, scheiß Bein, ey. Wie lange dauert ein Bremswechsel? Ja, okay, Reifen sind durch. Keine Ahnung. 30 Sekunden? Eine Minute? Ich glaube, man steht eine Minute, wenn man bremsen und Reifen wechselt. Ja.
Nee, ich krieg neue Reifen. Stainless. Ich krieg komplett neue Reifen jetzt. Ich muss nur mit den Reifen 1,5 Stunden durchfahren, die ich krieg. Ja, aber es wäre halt für dich im Endeffekt am Ende dann auch besser, ne? Dann sind die auch nicht ganz so aufgebraucht dann. Also Vince, probier so lange wie möglich draußen zu bleiben. Weil wir müssen halt den Satz dann 1,5 Stunden fahren, den letzten. Okay. Weil das wird die Aufgabe, das wird sehr schwer dann, denke ich, am Ende hin. Da zählt jede Runde. Okay. Ja, die Zeiten sind noch okay, deswegen habe ich es gerade gesagt. Miko, er muss so oder so gleich rein. Also von daher, selbst wenn er jetzt noch gute Zeiten fahren könnte die ganze Zeit, das bringt uns nichts. Wir müssen halt stoppen. Ich geh mal hier raus, ja? Jo, mach das. Dann viel Spaß, Maga. So, ich bin bei dir, Vince. Jo, hallo. Ja, Pitfall ist gerade down anscheinend. Für euch kurz zur Info, Pitfall ist gerade down. Ich habe keine Informationen. Kallen, ja, aber das ist im Endeffekt das Gleiche. Ob wir jetzt einen frischen fahren, der dann danach noch eine halbe Stunde fahren oder jetzt halt den eine Stunde Ding da fahren und dann noch. Das ist egal. Es würde halt wieder, glaube ich, 15 Sekunden oben drauf geben, wenn wir nochmal den Reifensatz wechseln beim zweiten Stop beim Dizzy. Von daher, ich glaube, die 15 Sekunden machen es dann nicht aus. Mit P10 sind wir happy. Also wir sind 15 gestartet, waren kurz vorhin mal, keine Ahnung, 26, 27. Das ist ein super Ergebnis, wenn man das durchbringt. Bin ich voll zufrieden mit. Na ja klar, deswegen heißen wir ja so. Top 10 Racing, ne? Ja, Bock haben wir so oder so, also das macht echt Laune. Auch wenn es mal nicht so ganz klappen sollte irgendwie mal, ne? Aber im Endeffekt macht es trotzdem Laune. Da ist man dann ein bisschen gedemütigt oder so, aber trotzdem eine Gaudi. Ja, 600 denke ich auch. Da wäre auf jeden Fall mehr drin noch gewesen. Also 7, 6 eventuell, 5 vielleicht, ja. Ja, wenn ich irgendwann mal bessere Pedale vielleicht habe und ja, an einem bescheidenen Monitor oder so. Ist Xentren eigentlich laut genug für euch? Einiges. Und noch eine fahre ich. Jo, alles gut, bin da. Bin auf Abruf.
sollte passen. Hat sich nichts geändert, immer noch 17 Grad. Ich habe ihm ja gesagt, er sollte 0,2 draufpacken. Also ich glaube, die fehlen ihm. Aber er wollte es nicht. Wenn es ihm fehlt, muss er mir ein Spiel ausgeben, würde ich sagen, oder Chat? Hab ich alles schon gesagt, Kallen. Er weiß Bescheid. Boxbox, das Lab. Sag mir, dass du nicht im Bob bist, Mann! Oh. Da hast du recht, Twitch Prime ist kostenlos. Damit könnt ihr jeden Streamer eurer Wahl unterstützen. Aber am besten halt den Nils, ne? Ich meine, hier ist der beste Content geboten. Was will man mehr? Hier lieben ein Schubidubi, ne? Sehr schön, Estin. Vincent. Sehr, sehr schön. Boah, ich super gemacht, tot, Alter. Super gemacht. Tot. Boah, ich will hier raus. TC noch auf 3, bitte. Twitch Prime ist meine Crime. Well done. Ganz stark. So, ich habe alles drin. Ich hoffe, das passt dazu. Oh, oh. Nein! Oh Mann, scheiße. Sorry. Rutscht sogar beim Bitding. Stark gefahren. Okay. Magga, dir viel Spaß und viel Glück. Yeah. 15. Sieben. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Let's go. Go, go. Viel Spaß. Gut ab. Super Leistung heute, mein Lieber. Ah, danke. Bin aber auch durch, leck mich am Arsch. Mhm. Ging mir genauso. Puh, so. Also, ich befürchte, der Magga hat 0,2 bis 0,3 hinten zu wenig. Aber er wollte unbedingt zu fahren. Ja, er findet es ja dann raus. Eben. Aber das liegt da auch über die Bühne. Ja. Aber wie gesagt, Hut ab, mein Lieber. Hast gut gemacht. Ja. Okay. Nicht, ja. Nee, ja, nee. Das nein, war wirklich also, gut. Du hast keinen Fehler drin gehabt, so wirklich. Das war alles wunderbar. Ja, ich habe mich halt manchmal ein bisschen in den Box von jagen lassen, aber das war schon okay. War ja, okay. Jeder macht das, also ist mir auch was. Danke. Und aber am Ende waren ja, die Reifen, aber am Ende die Reifen, boah, Alter, das war. Ja, die letzten 5, 6, 7 Runden merkst du dir dann schon, ja. Ich habe mich halt gefühlt, ja, aber das war so ein Stint, der wollte nie zu Ende gehen. Ich guck's auf nur 47 Minuten, 40 Minuten, 35 Minuten. Ich so, Leute, ich will hier raus. Ah! Ich war vorhin so im Fokus drin, ich hab nichts mehr mitbekommen. Also, ist, keine Ahnung, also ich war so, ich hab so einen Tunnelblick gehabt vorhin. Ja, bei mir war es halt total langweilig, weil bei mir war halt einfach gefühlt nichts los. Mhm. Ah, also danke, danke. Ich muss jetzt erstmal hier die ganzen, also keine Ahnung, welche ganzen Follows hier da sein, waren. Und Crave hat eine Sub-Bombe platzen lassen. Holy shit, Crave, danke dir. Sehr lieb.
Ich hab, glaube ich, auch einen bekommen. Dankeschön. Holy shit, Alter. Was hast du da rausgehauen, Alter? What the fuck? Ach, hab's. Dankeschön. Vielen, vielen Dank für euren Support. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Freut mich wirklich. Boah. Ach, Scheiße. Wisst ihr, was ich nicht mitgedacht habe? Ach, fuck. Er fährt ja noch die halbe Stunde hinten dran mit den Reifen. Ja. Er hätte es draufpacken müssen. Nee. Gut, also die Temperatur der Reifen hält. Also das ist nicht das. Er hat 0,2 weniger als du gehabt. Hinten. Ja. Du hattest 27,2 bei einer Seite, er hatte 27,0 hinten irgendwo. Ja, hilft halt nichts, da müssen wir halt jetzt durch, ne? Mhm. Ja, kriegt er schon hin, das macht er schon. Error, danke für den Follow. Also wir können ungefähr ausrechnen für 18 Minuten Sprit plus, sage ich mal, irgendwie 6 bis 8 Liter oben drauf für Inlap und irgendwas drin dran. Ja, genau. Leder, dankeschön für den Follow. Pedale nutze ich CSL Elite mit Load Cell Kit. Aber das alte Modell gibt es ja seit der Woche ein neues. Ah. Ja, Subbomb, dankeschön. Gönne ich mir, definitiv. Dankeschön, sehr nett. So, P11, sind wir ganz gut rausgekommen eigentlich. Ja, also ich habe hier 43 Liter stehen. Nachtanken? Ja. Ja. Aber das rechne ich nochmal durch, wenn es soweit ist. Ja, da haben wir ja Zeit. Ja, P10 wird pitstoppen müssen. Also wir werden Pitstop bereinigt auf. Ja, ja, 10. werden wir so, wenn wir keine Scheiße bauen, jetzt wird das 10. 100%. Das? Wenn wir kein Mist bauen, werden wir auf jeden Fall den 10. Platz holen. Also 10. wäre halt. Also das wäre halt. Boah. Ja, Maga muss jetzt nur gucken, dass wir keine DT bekommen. Ja. Das sagen wir dem ein bisschen auch nochmal auf den Geraden irgendwie. Ja. Ja, doch, also nochmal mit auf den Weg geben, bitte drauf achten. Platzierung im künftigen Rennen. Nein, nein, Wolkenfest, das ist ein Single-Event, das ist kein Liga-Rennen oder sonstiges. Aber das ist trotzdem so für uns halt geil dann, ne? Wenn wir halt trotzdem besser umsetzen. Ja, also mit dem Auto, das war echt nicht einfach. P10 wäre halt schon Gönnung. Also, da muss ich sagen, so gegen die ganzen Bentleys, Astons, keine Chance, ja, aber geil. Wäre halt top. Oh. Aber man muss auch sagen, jetzt in der Nacht, also wo der wirklich hebt, Alter, da macht so Spaß, du kannst hier diese Rechtskurve so krank böllern. Also die, das hat halt richtig Bock gemacht. Also das Auto hat es halt echt mitgemacht. Hm. Ja, gut, bester Benz, wenn du zwei davon fahren. Aber es ist so. Aber es ist ja nicht ohne Grund, glaube ich, dass man zwei fahren. Also wie gesagt, mit dem Standard-Setup so oder so ist das Ding hier unfahrbar. Also das ist ja, super. Also wie gesagt, ich denke halt. Also, wir haben kein schlechtes Setup, wir haben halt ein sehr stabiles Setup, wo ich sage, okay, es geht, es wäre ein bisschen mehr gegangen. Und ich denke, Mercedes ist definitiv, also ich würde behaupten, Mercedes ist ein Underdog-Auto auf der Strecke, kann man mich ja gern berichtigen. Und in der Hinsicht finde ich, ist P10, und wenn ich mir angucke, was wir hier vorne haben, Kexel, groß und fröhlich, im Aston waren super schnell, Haupt ist schnell. Kühn ist auch schon unterwegs gewesen. Hier Tiwini, auch eine schnelle Truppe. Oppermann, schnelle Truppe. Kleinschmidt, PRS, schnelle Truppe. Der Magge. PWM, schnelle Truppe. Wenn ich nicht unterbreche, aber es gefällt mir schon wieder. 1,45 sind wir da gefahren. Ja, das ist doch cool. Das ist wunderschön, gut. Wunderschön. Also gegen die Teams, ganz ehrlich, da Top 10 zu sein, bin ich fein mit. Also das ist wirklich nicht schlecht. Ja, scheiße, ist halt jetzt, dass Pit wohl nicht geht. Das ist irgendwie da. Ja, jetzt brauchen wir uns jetzt auch nicht wuselig machen. Also wir ziehen das jetzt durch. Der Maga, der knallt jetzt nochmal einen hin. Er zeigt jetzt nochmal, was er kann. Und dann sehen wir, wo wir stehen am Ende. Das Dumme ist halt, der Maga hat jetzt halt die Scheißsituation. Er darf halt keinen Cut reinfahren. Die Drive-Thru wäre halt schade. Aber passt schon. Das muss schon ein geiles Feeling sein, also Triple Screen in der Nacht und so. Ja, das ist schon geil.
Sieht richtig mega aus. Wir haben drei Warnings. Ja, das ist schön, echt nochmal gerne erwähnen zumindest, was er im Kopf hat. Das Ding ist, ich schaff's ihm auch gleich. Ich bringe halt die Katzen. Ja, boah, da hast du recht. Ich hätte halt, eine Cut war halt auch wieder dumm. Also das ja, war bei mir halt auch. Das ist halt immer, ja, das ist kacke. Ja, nee, ich hab halt gepusht. Ich wollte halt eine Hotlap hinknallen, ne? Und hab halt einfach Vollgas gegeben. Und in dem Moment bin ich zu weit rausgefahren. Kann ihn doch, er hatte einen aufholen schon. Ja. Ja, genau, ja. Ich glaube, wir beide haben insgesamt drei eingefahren und er einen. Ich hab vier. Ja, okay, ich hab glaube ich drei. Nein, stopp, stopp, ich habe jetzt nur einen gefahren, genau. Ja, jetzt gerade, ja, vorhin aber zwei. Ich auch zwei, jetzt vorhin auch habe ich nur einen eingefahren, das heißt wir beide auf drei aktuell. Ja, genau, ja. Der Magger ist auch. Ja. No, und beim achten wird es wieder klatschen, das ist das Ding. Nee, also uns hört er nicht, nee. Nee. Ist auch gut so. Ja, nee, ich würde, also das Ding ist halt für mich auch, wenn ich halt, okay, irgendwann kommst du damit klar, aber eben jetzt zu sagen, so, ja, vergiss die Warnings nicht, ist halt am Anfang eine Blockade einfach, also, er weiß es auch, er weiß es ja auch, also ich glaube, er ist sich dessen bewusst. Ja, ich lass mal machen. Wenn wir so bekommen, hab ich gehabt. Ja. Ich glaube, die Cuts selber kann man leider nicht rückgängig machen. Nur eine Strafe könntest du zurücknehmen. Ja, höchstens. Aber das würden sie nicht machen bei einem Ding, was ja. Halt... Ja, genau. Hatte ich ja vorhin auch. Ich wollte jemanden vorbeilassen, bin außen in dem Kreis da, in der Haarnadel umgefahren und habe trotzdem einen Cut-Warning bekommen. Das ist so ein Bullshit eigentlich, aber gut, versucht zu machen, ist halt leider so. Wie gut, dass ich an dieser Abstimmung nicht teilgenommen habe. Captain Almost, die bin ich gefahren, die Zeit. Echt? Fährte einmal so eine 44,3. Ja, ich sag mal, ein Zehntel, vielleicht zwei wäre noch drin gewesen, aber ich wollte nicht ganz so pushen. Also, ich wäre bestimmt drin gewesen, aber vielleicht hätte ich die Karre weggeworfen. Das wollte ich nicht. Wie gesagt, die anderen fahren ja auch mit der 42,8 oder sowas. Ich fände es tatsächlich auch stark, wir sind nur in der Hinsicht zwei Runden zurück. Ja, wie gesagt, das war ein super Rennen. Wir hatten keinen großen Zwischenfall, nichts. Also das ja, am Anfang haben wir, also am Anfang war halt wir haben, ja, wir haben durch den Verkehr 30 Sekunden ungefähr verloren, sag ich mal, locker. Dann die 15 Sekunden obendrauf wegen dem Dreher. Und dann nochmal, wo wir angestupst wurden und alles tun kann mit der Reparaturzeit. Sagen wir mal, vielleicht so, ja, 2 Minuten hat es insgesamt gekostet. Ja, also ohne Fehler wäre easy Top 10 drin. Aber ganz ehrlich, egal, obwohl wir eigentlich off-pace sind mit dem Auto, ist eine gute Leistung, ganz ehrlich. Ich will Pitwall haben, fuck, ey. Ich will gucken, wo die 10 Pitstop mit mir stehen, dann so gerade, weißt du? Nervt mich gerade echt. Na gut, P10 ist egal, die müssen pitten. Ja, klar, müssen die nochmal pitten, aber generell würde ich einfach vorne fährt halt jetzt. Und wenn Yannick jetzt doch bis den fährt, dann wird es eh schwierig, weil Yannick ist sauschnell. Ja, der kann echt was. Alter, wir haben schon die 1800 Satz. Ja. Pass. Ich glaube, ich muss die Bremse noch mal ein Stück nach links tun beim nächsten Mal. Also. Die ist mir zu weit rechts noch. Das habe ich gemerkt. Nee, Full Costello würde uns gar nichts bringen. Also wie gesagt, das ist schon zu spät. Nee, das würde uns sogar eben aufs Bein brechen eventuell. Ja. Oh! Da! Position 2, direkt vor uns. Oh ja. Car on the right. Maga! Oli dir! Üff! Nein! Nicht so! Maga, pass bitte auf, ein Cut-Warning nicht mehr, also sonst haben wir eine Strafe, ne? Ja, ich weiß. Gut, danke. Das musste ich jetzt sagen, sorry. Nicht, dass er jetzt zu stark pusht, weißt du, was ich meine, den ihn holen will unbedingt da vorne.
Ich habe keine Ahnung, wie schnell der fährt vor uns. Also kann es. Der Bernd, der ist nicht langsam. Der war von, glaube ich, sehr fix unterwegs. Mara muss deinen Kopf klar machen. Also dreh dich. Mach das schon. Ja, wir müssen auch nochmal rein, also. Die Frage ist halt, wenn wir Glück haben, wird die vorhin Runde im Training gefahren. Das heißt, wir würden trotzdem noch mal irgendwas fehlen, eventuell. Was? Ja, vielleicht sind die vorhin im Training gefahren. Es sind nämlich ein paar Ferrari vorhin im Training gefahren schon. Das heißt, da hätten ja ihre Reifen schon angebraucht, weißt du? Keine Ahnung. Nee, Nagger hört uns nicht. Also wir können mit ihm sprechen, aber Ruben, wir quatschen mit euch, hört uns nicht. Na ja, gut, Graham, was soll man jetzt dazu sagen? Da bin ich halt raus, kenne ich mich halt gar nicht aus. Ja, ja, die Community kriegt einen riesigen Schub aktuell, was ich geil finde. Also ich freue mich halt darüber, dass es halt wächst. Ja, das ist sehr schön. Wenn man überlegt, damals so vor 3 Jahren oder sowas, oder 4 Jahren, wo ich noch Race rumgefahren bin mit Dizzy. Ey, da so, keine Ahnung, wie viele Zuschauer hatten wir vielleicht schon so, kommt mal 200 Zuschauer dann im Stream gehabt. Wenn ich das jetzt mal vergleiche, das ist Wahnsinn, einfach wie das explodiert aktuell. Das bin ich doch wirklich vollkommen. Oh. Die Folge geht wieder. Gut, danke dafür, für die Info. Ja, Griff, davon spreche ich auch gar nicht, wie gesagt. Oha, ja, gut, Logitech, wenn du die 2 Jahre fährst, dann musst du mal echt umstecken. Also, das ist halt, das ja, aber 2 Jahre antun. Pitfall ist trotzdem noch buggy. Also, du siehst, angeblich fahren alle einen Stint von 358 Stunden gerade. Nachloch! Nachloch! 44. Also nach hinten brauchen wir uns keine Gedanken machen. Wir sind fast eine Runde hinter uns. Na, da habe ich genug rausgenommen. Ja. Wenn wir jetzt Glück haben, muss die 9 in die Box, damit würden wir vorbeikommen. Die Frage ist jetzt aber, dann müssten die jetzt langsam in die Box rein. Also spätestens in nächster Runde müssten die rein, sonst haben die mit ihrem Stop alles richtig gemacht. Ich glaube, die haben alles richtig gemacht. Geht auf den Start aus. Dann hat uns irgendein Team auf jeden Fall stark an der Karte vorhin. Weil vorhin waren wir ja kurzzeitig sogar P8, glaube ich. Nee. Doch. Doch, wir waren kurz P8. Nee, die V3-Pedale nicht, aber ich habe halt gemischtes Feedback dazu erhalten. Also, meine magische Wörter hat jetzt gesagt, halt weg von den V3 und lieber die Eusingfeld kaufen. Was ich sage, kann ich unterstützen, weil viele andere, die ich jetzt selber kenne, das auch gesagt, also ähnlich sehen. Deswegen sage ich jetzt mal, ja, halte ich nicht so viel von. Also lieber da in die Richtung Reisingfeld oder so. Mal gucken. Also P9 fährt definitiv entweder gerade im Verkehr oder auf alten Schlappen. Die fahren gerade 47er Zeiten. In die zweite Runde jetzt. Jetzt kommt wieder dieses Taktieren die ganze Zeit, und überlegen und gucken und fiebern und das und jenes. Ja, also halt, wenn du halt von dem Logitech ausgehst, ne, dann kann, reicht es auch erstmal für den Zwischenstep aus, dass du dir erstmal so die CSN Elite holst mit Load Cell, die kosten nicht so viel, da kannst du ein lockeres, mittleres Upgrade und du kannst damit gut fahren. Also ich habe mit den Dingen eigentlich gefühlt keine Probleme aktuell, die sind nicht schlecht.
wenn er die weiter so rannimmt, Alter, dann soll man ein bisschen schon dann damit umfahren. Er muss 20 Minuten fahren mit dem Reifen noch, das kriegt er hin. Ja, oben drauf, aber wenn ja, das kriegt er hin. So krass brechen wir auch nicht weg. Schon. Wenn er jetzt zwei Doppelstints damit fahren muss oder was, dann okay. Nee, die da Undercut funktioniert nicht, weil wir keinen frischen Satz Reifen haben. Das macht keinen Sinn. Es ist so oder so. Selbst wenn, würde es auch mit frischen Reifen keinen Sinn machen, da hätten wir ja 15 Sekunden. Ja, auch genau. Also, selbst wenn die vor uns auch noch pitten müssen, wäre es egal, weil einfach die Pace, also der Unterschied ist halt einfach zu groß. Wir können halt keinen Undercut machen, weil auf die Distanz bringt es halt nichts. Würden die jetzt direkt vor uns fahren, bei einer identischen Pace und wir beide müssten, also beide Teams müssten nur noch einen Stopp machen, würde jetzt auch kein Undercut etwas bringen, weil ein Undercut bringt dir nur da was, wenn deine Reifen noch was taugen. Das bedeutet, bei einer Stintzeit von plus minus 30 Minuten kannst du aktuell den Undercut noch machen. Wait a minute, mal ganz kurz. Wenn jetzt die vor uns P10, P9, P8 nochmal in die Box müssen die auf jeden Fall noch einen kompletten Fahrerwechsel machen. Geschweige, die werden auf jeden Fall länger stehen als wir nachher im Pit wahrscheinlich. Ich gehe davon aus, die würden länger stehen. Ich habe keine Ahnung. Ansonsten würden die gleich auf alten Reifen losfahren und es würde die umbringen am Ende. Das bedeutet, wir würden 15 Sekunden, glaube ich, stehen. 15 Sekunden. Das heißt, wenn die jetzt 30 Sekunden stehen, könnten wir noch die Chance haben auf P10. Aber nur dann. Wenn dem so ist. Ja. Ja, aber aktuell, das muss man sagen, der Maga fährt jetzt noch eine Dreiviertelstunde. Da vorne fährt jetzt schon 7 Sekunden raus. Also, ich sage, bis zum Ende des Stints ist das Thema durch. Schauen wir jetzt nochmal, ob ich was im Kühlschrank finde. Wie hätte ich denn nur 25 Minuten fahren sollen, wenn ich 2 Stunden fahren muss? Hä? Nee, weil einer hier schreibt, ich hätte noch 25 Minuten irgendwie fahren sollen oder was? Nein! Schmarrn. Grave, du kannst Custom Skins oder Custom so Sachen machen, aber wird halt wegen Lizenzgeschichten kommt das halt schlecht in ACC, deswegen fahren wir auch oft so Standardlackierungen wie hier, also das ist schlecht umsetzbar. Höchstens bei so Sachen wie Simgrid geht das. Und vor allem, ganz kurz, wenn ich ja nur 25 Minuten gefahren wäre, nach der Full Course Yellow, ist egal. Dann hätten wir einen Reifenwitz noch weniger. Ja, das heißt, jetzt hätten wir dann wäre der Marker jetzt einen anders angefahrenen Reifen in der Hinsicht. Und das wäre blöd. Also, macht keinen Sinn. So das ist auch zu kompliziert vor allem. So fährt er jetzt einmal mit einem frischen und danach noch 20 Minuten ungefähr nicht mal ganz mit einem Reifen, der halt eine Stunde alt ist. Das kriegt er hin. Also das macht er schon. Und so viel langsamer fährt er jetzt auch nicht als ich. Vielleicht, keine Ahnung, 7/8 oder so. Überhaupt. Da hätte man da vielleicht schon irgendwie anders taktieren können, aber komm, so irgendwie ist auch nicht. Also definitiv P9, entweder wirklich die ganze Zeit im Verkehr, er fährt die ganze Zeit mit 47. Leider sieht man jetzt die Pitstop nicht mehr, schade. Ärgert mich. Machet, was bekommt man für eine Strafe, wenn man die Fahrerzeit überschreitet? Weiß das einer? Top and Goat, okay, ja gut, okay.
Wenn das jetzt nur eine Zeitstrafe gewesen wäre von 15 Sekunden, hätte ich gesagt, geh mit das Risiko einfach ein und fahren einfach so ins Ziel dann rein. Aber klar, ja, wäre ja Schwachsinn, wenn das dann so gewertet würde. Würde ja für jeden Vorteil ergeben. Ach, stimmt, ja, ja klar, Sprit wieder auch nicht. Ja, ja, schon gut. Ja. Nein, also wenn die jetzt in die Box fahren müssen, ist das ihr letzter Stop. Die haben eine Zeit von 1:05, die sie fahren können. Da jetzt nur noch 1 Stunde ist, das heißt, das wäre jetzt der letzte Stop, den wir machen müssen für uns. Aber den müssen wir auch noch definitiv einen machen. Alexa, mach das Licht blau. Nein, Alexa, mach das Licht blau. Nee, wir müssen mehr nachtanken. Viel mehr. Also steht da viel zu wenig. Alexa, mach das Licht blau. Wir brauchen noch einen Innenlab, wir brauchen vielleicht noch eine Lab obendrauf. Weiß nur, was kommt. Also ich würde mindestens 43 Liter mitnehmen. Darkgrave, da hast du recht. Aber es ist halt leider so, dass das mit den Lizenzen und SAO und Hersteller, Sponsoring, halt immer ein bisschen schwierig ist. Und oft wird das halt auch ausgeblendet. Das heißt auch, wenn man sagt, okay, ich setze jetzt irgendein Logo auch dahin, kannst du es halt in den meisten Rennen halt nicht nutzen. Es ist halt schwierig. Weil ich das auch nochmal gerade sehe, es ist jetzt ganz egal im Endeffekt, wann wir an die Box fahren. Ja. Zeit gut machen tun wir eh nichts mehr. Genau. Ob wir jetzt an die Box fahren oder danach, das ist einfach nur ein Mindset dann. Ich würde sogar am Ende ihm einfach nur empfehlen, weil er hat dann leicht das Auto nochmal, vielleicht ein Dash gemacht und dann kann er nochmal angasen, rum, die Reifen ist dann offen. Ja, wie gesagt, es ist halt, es soll jetzt einfach sein Ding fahren, gut machen. Also, es bringt halt jetzt euch gar, es bringt halt keinem jetzt was, dass wir tot kalkulieren und sonst was. Glaubt mir, Chat. Das Ding ist, Thema ist soweit durch. Wenn nichts irgendetwas passiert, der Marke fällt seine zwei Dinger zu Ende. Und wir haben nicht genug Informationen aktuell, dass wir alles so durch, dass wir großartig da rumgucken können. Das macht uns ja auch alles jetzt nur verrückt. Einfach warten und schauen, was passiert. Genießen wir einfach die abendliche Stimmung mit Mercedes und ab. Nee, Quatsch, ich bin dann. Warte mal, was hab ich denn ausgerechnet? Ich hab vorhin hier Race Duration 20 Minuten, wenn er in der Box war. Kommt ungefähr hin, ne? Hä? Wenn er in die Box muss, hat er ungefähr noch 20 Minuten zu fahren, wäre ich das richtig. Ungefähr, ja, plus minus. Genau. So, dann habe ich eine Formation Lab hinzugefügt und nochmal eine Cooldown Lab. Einfach mal so, dass wir halt noch ein bisschen mehr Sprit dabei haben. Mhm. Würde mein Calculator sagen, 43 Liter. Wobei, warte, ich sehe gerade, Average Fuel ist ein bisschen höher gegangen. 44 Liter, sagt er mir. Bei 20 Minuten mit einer Average Time von 1,47 und einem Konsum von 3,15 Litern. Habe ich einfach ein bisschen hochgetan. Also das müsste ja. Mit 44 Liter müssten wir locker easy durchkommen. Wenn dann reinkommt noch mehr. Oder 45 machen wir eine Runde Zahl. Ah, die 2 Liter machen es auch nicht mehr fett, genau, ja. Machen wir 45 einfach rein und dann. Ja, passt das. Wir sind mit 10, Boys. Naja, der Reifen muss jetzt einfach nur noch, sage ich mal, diensten überleben und dann noch 20 Minuten. Naja, also den Platz verlieren wir jetzt wieder, weil im Gegensatz zu dem hinter uns wir jetzt einmal in die Box müssen. Es sei denn, wir kommen besser als die hinter uns raus. Und es ist die Frage, wer fährt. 1,52 fährt aktuell. Ah, die stehen gerade in der Box jetzt. Okay. Hm. Okay, Boris fährt. Okay. Könnte interessant werden. Ich weiß nicht, was der Boris jetzt für eine Pace fährt. Wer welchen, hat. Welchen Fahrzeug reden wir gerade? Die 1, wir reden 2, von 2? Dem hinter uns. Wir reden von dem Auto hinter uns. Also 1,22. Mhm. Also da müssen wir im Pitbull jetzt aufpassen, was der für eine Pace fährt. Ich habe dafür gerade von der 1-2-2 reden. Ich rede von der 1-2-1. Okay, gut. Okay, ja, okay, dann okay, dann steigt. Wenn die jetzt nicht unbedingt viel schneller fahren als wir, würden wir vor denen rauskommen, wenn ich das genau. Richtig bin. Genau. Ja. Ne, wobei, wir müssen noch durch die Box fahren. Ich habe gerade mal 15 Sekunden angedacht. Boah, das würde wirklich hart. Boah. Ja. Es wird knapp. Aber ja, wie haben die das geschafft vor uns, dass die diesen Pitstop so reinbekommen haben? Hä? Ja, die sind einfach länger sauber durch. Naja, aber nee, vorhin war einer genau in der gleichen Runde wie wir. Ach, egal.
Wird knapp. Wird intens, Leute. Wird spannend mit PC, Leute. Liegt halt am Magger. Jetzt muss der Magger einfach fahren. Muss er abliefern, ne? Ja. Im Endeffekt, ob jetzt PC oder PF, ist mir scheißegal. Ich finde, es war ein super geiles Rennen. Super Gaudi, wir sind super sauber gefahren. Also. Jetzt wird es mal rutschig für ihn, ja. Ja, abwarten. Stricke, doch nur mal ein Grad kühler geworden. Ich hab's ihm gesagt. Wird noch schlimmer. Pack hinten was drauf, pack hinten was drauf. Na, da hat er echt ein Problem. Say hello to my little friend. I mean, es macht halt keinen Sinn, jetzt auch die Reifen zu wechseln, irgendwelche mit mehr Druck zu nehmen. Küsschen. Weil, hey, Bohne, Dankeschön für 5 Subs. Weil, ja, verliert er Zeit. Also, er muss halt Zeit mit den scheiß Reifen fahren. Ah. Ja, die tun mir wirklich weh. Ja, es ist halt wirklich, ich hab's ja selber gemacht. Ja, mir selber habe ich mehr Druck gegeben im letzten Mal. Und dann war es auf einmal prima. Nee, vorne, vorne rechts braucht er gar nicht mehr. Also das ist dann eigentlich okay. 0,1, 0,2 vielleicht. Vor der Reifen ist nämlich das Problem. Ja, eher das Heck halt, das bricht halt gerne aus bei den kalten Temperaturen. Mhm. Also Grace, so toll ich das finde, finde ich das auch nicht schlecht, aber ich bin auch nur Casual-Fahrer. Also ich habe weder die Zeit, noch sonst was, da irgendwie großartig was zu machen. Und ehrlich gesagt, ist das für mich noch zu früh mit irgendwelchen Sachen so in der Art. Also ich finde es mega nett und toll, alles cool. Ist auch mega lieb, aber passt für mich aktuell zeitlich einfach nicht, weil ich einfach mit meinen anderen Dingen... Deswegen schon das Auto gar nicht, ja? Also ich baller voll durch, in der Hoffnung, dass wir Meter machen. Also nur mal... Solange du das kontrollieren kannst, mach das, ja? Ja. Geht, ist alles gut. Reifen sind so wie Setup ist halt 20 von 12. Wunderschön. Mach weiter so. Ich sage ihm das nur kurz, dass er bitte. Also nicht, dass ihr jetzt irgendwie auf den Trichter kommt, hier zwischendurch was von Reifen schon zu erzählen. Reifen brauchst du, nee, nur kurz sagen, die 20 Minuten, wie gesagt, die machen, das machen sie nicht fett. Nee, das passt alles, Mager. Bei dir ist das Problem halt einfach mit den Reifen, weil du die Karre so überlenkst, weißt du? Bei mir jetzt? Ja, ja. In den schnellen Richtkurven und sowas, da tust du so viel Abschaben, weil die Reifen einfach nur noch über die Vorderachse rutschen, dann weißt du, die alles gut. Deswegen hast du jetzt wahrscheinlich auch so ein, am Ende dann hin, sag ich mal, so Probleme mit. Ja, du, ich habe einfach gepusht wie blöde, also. Ich hätte halt ein bisschen Piano machen können. Dann wäre es noch länger gegangen. Ja, aber dann hätte uns die Zeit auch wieder gefehlt, denke ich. Also war schon gut, was du gemacht hast auf jeden Fall. Ja. Ich wollte halt nur sagen, dass halt am Ende dann halt immer bei dir die Reifen so einbrechen, dass wahrscheinlich schon einfach überfahren sind. Passt bitte auch auf, dass halt hinten weniger Druck ist, kommt dir halt hinten rum am Ende vielleicht ein bisschen blöde. Einfach darauf achten und sonst einfach gib ihm. Habe ich schon gesehen. Er meldet sich schon zwischendurch, aber ist noch kontrollierbar. Notfalls machst du es wie ich, stell TC1 hoch und dann ist gut. So, jetzt lassen wir ihn mal gucken. Jo, ich weiß Bescheid, danke Craig, finde ich echt lieb von dir. Ja, danke Akin. Was hat er gesagt? Jetzt jinkst du es rein. Ein Fehler, eine Unachtsamkeit, Alter, kann alles vernichten. Direkt Hammer und ab dafür, Alter. Hammer drauf. Mods, einmal Timeouten bitte. Ah, bitte weg, ab. Dann müssen wir mal kurz den positiven Vibe-Check machen hier. Chat, seid ihr noch wach? Haut mal irgendwas rein, Claps etc. Da geht's ab. Da guckst du an, Alter. Volle Lotte. Sehr schön, sehr schön. Schau mal.
Okay, also ich glaube, mit PC wird das nichts, Leute. Die fahren über eine Sekunde schneller aktuell. Das heißt, die holen jetzt die Zeit, die wir eventuell... Schade. Schade. Sorry, Craft, ich bin halt nur ein scheiß kleiner irrelevanter Kackstream. Ich habe halt nicht mal genug Punkte, dass ich mir so viele Dinge halt für Better Twitch TV im Auto holen kann. So. I'm sorry. But not sorry. Ja, belieben, aber Pitwall spricht gerade andere Fakten. Ich belief gerne. Aber das sieht echt leider nicht gut aus. Ja, Holz passt schon. Ich bin ja mega happy, dass ihr da uns alle so supportet und das finde ich mega stark und das freut mich. Also ich finde das mega toll. Nee, P11 ist nicht eine Runde. Also ja, im Endeffekt jetzt gerade noch, ja. Aber wir werden P11 werden. Weil die werden uns gleich nach dem Boxenstopp wieder überholt haben. Hey Chat, einen Leitsatz möchte ich euch gerne mitgeben für Sim Racing. Never give up, never surrender. Never. Das Rennen ist noch nicht vorbei. Wie meint, ja. Aber ja, brauchst du gar nicht spekulieren. Wenn wir rüberfahren, sind wir 11. Wenn wir nicht rüberfahren, sind wir nicht 11. Never give up, never surrender. Ja, irgendwann kriegen wir schon dazu, dass der auch irgendwann mal streamt. Das schaffen wir schon noch. Weil das ist so eine richtige Streaming-PP-Gas hier. Von der Hardware wäre das kein Problem, aber ich bin einfach beim Fahren, ich weiß nicht, ich kann halt nicht reden dabei, es geht nicht. Absolut ja auch nicht. Geht es nicht. Mach ich ja auch nicht. Ja, ich aber an dem Scheiß drauf. Also, es geht sorry. Und ich bin aber einer, wenn ich streame, weißt du, wenn ich streamen würde, möchte ich auch gerne mit dem Chat irgendwie interagieren. Ja? Und wenn ich dann mal 2 Stunden am Stück eben nur fahre und nur meine Schnauze halte, sag ich mal. It's Friday again. What? Aber ihr wisst, was ich meine. Und jetzt alle Chat. It's Friday again. It's Sunday. What? So, jetzt aber Ruhe, bitte. So, jetzt sind wir P9. Aber wir müssen auch noch mal... Oh, Vincent, by the way, wo ich gerade kurz noch einen Moment habe, ja? Willst du kurz dem Chat noch mal erklären, wie Twitch Prime funktioniert eigentlich? Na, selbstverständlich. Das wäre super nett, weil ich glaube, das weiß der eine oder andere noch gar nicht. Na klar. Also, Chat, Twitch Prime ist die kostenlose Möglichkeit, einen schnell verschwitzten Streamer eurer Wahl kostenlos zu unterstützen. Also, Twitch Prime is not a crime. Nur kurz. Ja, was denn? Ich soll doch keine Geschichten erzählen. Ja, beschwert er sich dann immer wieder. Ich höre ihn schon dann sagen, da sollst du einmal Werbung machen und nicht irgendwie ein Verkaufsgespräch was vom Ohr lappern. Ja, aber umso mehr du das jemanden rüberbringst, umso eher ist die Wahrscheinlichkeit, dass ja, jemand Twitch Prime auch einbringt. Kurz knackige Sequenzen bleiben halt besser irgendwo. Das ist genau das gleiche wie mit Dübeln. Wenn mich ein Dübel überzeugt, kaufst du ihn eher, als wenn du ihn nicht vorher irgendwas gesehen hast davon, weißt du? Twitch Prime ist Dübel jetzt. Ja, oder eine Bohrmaschine, irgendwas? Eine Bohrmaschine. Wir reden hier von Sim Racing und nicht vom Hagebaumarkt, Alter. Twitch Prime ist. Ich mach Kaffee und verkauf Einstick. Da geht euch klopfen dann aus, der wollen sein Einstick kaufen. Hä? Was letzte Preis? Twitch Prime ist. Ja, Daimel, der ACC-Hype wird weiter bleiben. Also, ACC boomt halt richtig. Und ich sag's schon, Leute. Ich werde es callen. Moin, Sie, und wenn ich hier mit Magazin und Stefan hier nächste Woche nicht auf dem Auto sitze, aber ich weiß ganz genau, dass das nächste Woche beim 24-Stunden-Rennen komplett eskalieren wird. Ey, das wird ausrasten, Alter. Weiter so. Ich kann wahrscheinlich froh sein, dass ich auf woanders fahre, weil ich da meine Ruhe habe, mal. Also Chat, wenn ihr die 24 Stunden zuschauen solltet, müsst ihr euch Urlaub nehmen. Ja, das schafft ihr aus. Peace. Bianca gegiftet Artier 1 Subtour Clips 3009. Wenn dann Prime schon woanders ist, dann... They have given 11 Gift Subs in the channel. Mods? Ah, da hast du genau den richtigen getroffen. Mods! Der Clips hat sich das verdient. Say hello to my little friend.
gegen den guten Bosch. Schlaghammer sagt. Ey, das ist aber nicht Twitch Prime, Leute. Das ist Hartgeld, ne? Das wisst ihr. Das ist ein Unterschied. Für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Ja, das sage ich auch. Danke für die wahnsinnig gute Unterhaltung. Ich frage trotzdem wieder nochmal. MR Gasket giftet A Tier 1 Sub tut das unterstrich D unterstrich. Ich mag ja nicht unter Druck sitzen, ja, aber wenn er nicht mit dem Fahrer reden würde. Danke an euch alle. Alter, wir gehen mal sicher auf den Sack. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, Peace, Schubidu. Dann werden wir P9. Nee, das soll jetzt. Dann werden wir P9. Ja, Bruder, geh mal nicht mit deinem. Am Ende willst du noch P8, dann willst du noch P7 und am Ende sagst du, ja, P6 wäre auch noch besser. P1 wäre auch noch besser. Ja, genau, P1, wir kommen. Der ist jetzt hier rechts einfach über den Hügel drüber, machst so einen Jump drüber, ja, und dann bist du schon. Den P1 hinter sich, Alter, erstmal schön Break checken, hast du in die Wand zammelt und dann noch gleich Disconnect hat. Ja, siehst du, aber kaum hat er ein bisschen gequatscht, werde 2 Sekunden langsamer. Jö. Ja, genau, jetzt bin ich wieder schuld. Nee, nicht du, ich meine Manga gerade. Ah. Fokus brauchen wir jetzt. Ja, aber ich glaube, ja. Ja, schau. Das kriegen wir hin. Positiv. Ja, der Maga sieht das, dass P1 zumindest. Immer wenn ich ihm gesagt habe, was wir hinter bist, hab ich schon gesehen. Geht er jetzt nicht noch mal hin und sag ihm das. Er hat aber auch keinen Spiegel gerade an virtuell. Aber gut, der hat ja auch Triple. Müsste er eigentlich sehen. Ja, der sieht alles. Aber gut, die sind eh nicht am Kämpfen. Wenn er gleich Platz macht, sage ich ihm Bescheid. Du stellst dann den Boxenstopp mit ihm später ein, ne? Ja. Ja, ist eh nur Sprit. Was ist da, hat er gesehen? Wunderbar. Das 24 dürft ihr euch echt vormerken, Alter. Das geht richtig ab. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, ja, die waren jetzt 71 Sekunden an der Box. Wir brauchen ungefähr, boah. Keine Ahnung, 55 Sekunden oder so. Wenn alles hinhaut. Aber die holen halt gerade extrem auf. It's Friday again, then Saturday, Sunday, what? Der eine fährt mit 44,3 gerade in Ventil und der andere im Testen hinter uns mit 44,7. Das sind 3 Sekunden knapp. Aber das sind 3 Sekunden. Alle. Egal, wenn wir per 11 machen, ich bin zufrieden mit. Ja. Achtung, gelb, da hab ich zwar gedreht. Achtung, Achtung. Vor dir ist gleich Sascha. Wie wird sie ja noch richtig wild? Wenn sie mal konzentrieren würde. Jetzt machst du das wirklich super, aber du musst ein bisschen mehr in den Rhythmus bleiben. Konzentrieren. Car on the right. Clear on the right. Und genau das liebe ich. Gibt der Steiner Calling, gibt der Grenzer. Ich liebe Günther Steiner Memes, die sind so klasse. Die sind immer gut. Du hast aber schon gesehen, dass du 2 Leute vorbeigelassen habt, die Runde, und jemanden ausgewichen bin, ja? Na klar. Na, dann halt ein Sabbel. Entschuldigung, das war nicht nett.
Sorry, Vince, das war nicht korrekt. Alles gut, fahr einfach dein Ding jetzt auf. Schraubop, sagt er. Na dann los. Ja, Abdu-Rakete, senden. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Salzbohne giftet A-Tier 1 Subtu C2. They have given 11 gift subs in the channel. Kommen sogar auf um die unter 20 Minuten raus. Naja, 17 Minuten ungefähr, also 18 Minuten kann man einplanen. Ja. 19, ich würde 20, nimm einfach 20 den Wert und gut ist. Twitch Prime ja, 44 Liter. Ja. So einstellen dann. Ihr werdet für das 24er, wird euch der Magga da noch was zusammenstellen, also... Moin, Magga! Wird er vielleicht Salzbohne auch nächste Woche machen, aber da kriegt ihr dann die Infos. Zu Genesis 9669. Alter, scheiße! Müssen wir uns abklären, wer qualifiziert, Alter. Fuck. Channel. Ja, so wie ich es gehört habe, muss ich sogar beim 25er qualifizieren. Pushen, Magga, pushen. Ja, weil Michel glaube ich nicht da ist. Irgendwas hat er da erwähnt gehabt, noch. Keine Ahnung. Kann sein, ja, dass er arbeiten muss. Also. Nee, ich glaube irgendwas anderes. Ich weiß es nicht mehr. Muss ich nochmal fragen. Ja, egal. Ja, also Ferrari ist leider nicht so meiner auf der Aufspannung. Bruder, hör auf. Du bist im Ferrari auch schon Top-Zeiten gefahren. Also ja, aber ich kam trotzdem nicht an die Preise ran, an die Zeit wie vom ersten halt. Ne? Aber gut, es ist noch Weltenunterschied, aber trotzdem. Ja. Also, das kriegst du schon hin. Problem ist halt nur, ich fahre den halt irgendwie unruhig. Also, keine Ahnung, ich bin da nicht so, ich fühle mich nicht wohl in dem Auto. Das ist halt das Problem. Auf die 24 Stunden halt hochgedacht dann, ne? Wird schon. Und das ist, die Zeit ist auch wieder gut von Mandat. Super. Meinst du heute? Also, was ist das für? Günther Steiner nochmal hier. Don't make a Roman Grosjean move, please. Push, push, push. Sag mal, Chat, meint ihr, wir kriegen die 2K heute noch voll? So als Belohnung? Für einen Magger? Weil der hat sich heute wunderbar geschlagen. Kann also, man echt nichts sagen. Ja, kann man nichts sagen, ja. Bin ich schon sprachlos, ey. Kann ich gar nicht beschreiben. Ja, Jules, genau. Da kommt ein Hot-Tube-Stream. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Salzbohne giftet A-Tier 1 Subtus Mächti. They have given 13 Gift Subs in the channel. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, Schubi. Weißt du, dass sich jemand denkt? Das war nur wegen Bildmaterial. 1K? Egal. Frech. Ja, P9 ist aber noch nicht sicher. Kein. Sascha hätte gerade fast PC für euch abgeräumt. Also schön, wäre es gewesen. Fürs Team! Fürs Team! Ja, nee, das wär nicht cool. Nee. Oh, da kommt Twitch der Prime. Twitch-Prime-Bild. Ja. Ich kann den Namen nicht aussprechen. Ne? 10... Naja, 10... Der Porsche, ich sag dafür doch Porsche. Mach's dir doch nicht so schwer. Ich will immer Zehntner sagen, warum auch immer. Das heißt Zehentner. Oder Zehentner sogar, wirst du? Wie Rentner muss man betonen. Zehentner. Musst du Bayer dafür sein, glaube ich, dass du das so stehst.
Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Und in diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Salzbohne giftet auch nicht. Oh nein, ist er abgeflogen oder wie kalt? Victory_AUT. Was? They have given 14 Gift Subs in the channel. Danke an euch alle für euren Support und eure Unterstützung. Oder hat er das Auto schon übernommen gehabt? In diesem Sinne sage ich jetzt, ich bin weg. Tschüss, raus, peace, schubidu. Go, go, go. Einschaltungszeichen, ach, Einschaltungszeichen. Mann, ich hätte ihm wenigstens einen Stunt gegönnt, wo er keinen Unfall war. Ach Mann, das ist doch ärgerlich. Oh, an den Levels habe ich gerade echt nicht gelesen. Ach, schade. Ey, ich fühle so mit ihm gerade, ne? Alter, der war aber anders flach, Quill. Der war aber anders flach. Weißt du, zum Thema Zehntner, ne? Ah, dann fragt er mich, ob der Zentner aber auch 50 Kühe. Alter. Ja, für mich ist, bleibt er ab heute der Rentner. Weißt, bringt dir die Witze nach 11 Stunden und 30 Minuten, weißt du, wo wir eh schon komplett groggy sind, ey. Schlimm. Schlimm, schlimm, schlimm. Ja, aber ich muss echt sagen, also der C-Händler, der fährt mit dem Porsche astrein in kranke Zeiten hier. Ja, also ganz ehrlich, ich glaube, der Porsche geht ja auch fett. Ja, aber ja, also irgendeiner von denen hat vorhin geschrieben, von 50 war es, dass der Porsche halt auf lange Basis gesehen hat, sehr instabil. Okay. Ja, Hauptsache der Pfund bleibt bei 500 Gramm, ja. Natürlich. Oh, P8? Ja, die sind jetzt in die Box gegangen hinter uns. Ja, die haben Splash and Dash gemacht, ja. Also die sind durch. Also P9 ist damit schon mal fix. Ich würde auch sagen, dass der Magal, ja, soll er durchfahren. Also, wenn jetzt der Ferrari hinter uns gerade an der Box war, sind die sogar auf P8 vorgefahren. Ja, wir sind auf P8 vorgefahren. Nein, der Ferrari jetzt insgesamt, der bleibt auf P8 dann. Ja, genau. Der hat sich sogar noch mal vor den Bentley und vor den Aston gesetzt, weil er den Splash and Dash jetzt noch machen musste. Der hat so viel Zeit gut gefahren eben. Verrückt, er. Wild. Ich frag den Magger gleich mal, wann er den Sprit wissen möchte. Oder ich sag ihn einfach, was er einstellen muss dann zum Boxerstoppen. Ja, warte, bis ein bisschen freier ist. Ja, auf gerade machen. Also, hinter uns ist auch gerade P2 jetzt. Okay. Ja, warte, schon mal. Ohne Drive, wofür? 59. Ich weiß nicht, wo die sind. Nee, hinter uns irgendwo. Magger, für dich zur Info, wir brauchen beim Pitstop dann 44 Liter. Das wird eh zu viel sein wahrscheinlich, aber lieber mal sicher gehen nochmal. Gehst du bitte, assistierst du ihm dann mit dem Einstellen? Weil der muss ja Reifen ausstellen und. Ja, das sag ich ihm dann gleich, das sag ich. Alles nicht darüber. Wunderbärchen. Habe ich nicht verstanden, bitte wiederholen. Unter dir die zwei Audis sind im Fight, also pass auf. Sind die schneller als ich? Also überrunden ja. Die mich? Ja. Die wollen mich zurück überrunden. Ja, lass sie am besten Startziel vorbei, dass du da einfach in Ruhe weiterfahren kannst. Ja, ja. Car on the right. Clear on the right. Sehr schön. Matsu, wir sind P
10, 11, wir wissen es nicht, wo wir rauskommen, wissen wir tatsächlich erst jetzt entweder nach dem Splash and Dash, wo wir nur tanken werden, oder halt am Ende. Also im Endeffekt ist es tatsächlich noch offen, wo wir rauskommen. Achso, ja, okay. Achso, wir haben ja noch Restsprit, stimmt. Haha, haha, haha. Was? Wir haben ja noch Restsprit im Auto. Ich habe gerade mal ausgerechnet, wir brauchen insgesamt 44 Liter. Aber das kannst du ja einstellen. Siehst du ja oben, was von dem Tank ist. Ja, genau, siehst du, das steht doch einfach. Ja, ja, alles gut, ja, ja, braucht man gar nicht. Mag ja 120 Liter Sprit rausdrehen, ist die größte Scheiße, ey. What the fuck? Wo wir halt davon einfach reden, ne? Also den Beritz kannst du ziehen lassen. Mit dem fighten wir nicht. Ist das die 12? Das ist P9. Ach so, ja, nee, mit dem fighten wir nicht, ne? Genau, also lass ihn dann einfach an der Stadt ziehen oder so vorbei. Gut. Wer der lang. Car on the left. Clear on the left. Dankeschön. Nee, den lass ich nicht auf Startziel vorbei. Nee, nee. Das dauert zu lange. Ja, ja, passt schon, passt schon, passt schon. Musst du auch nur, wenn die dir wirklich auf die Pelle rücken, weißt du, bei so einem Abstand, scheiß drauf. 45 Liter? Ja, nachfüllen, genau. 45 nachfüllen. Okay. Und Reifensatz raus. Hast du keine? Nein, nicht nachfüllen, was redest du? Ja, Tank. Nachfüllen. Die sind doch noch super, die Reifen. Rutschen gar nicht. Mit ja, TC4, Kappa. Ja, 45 nachfüllen, oder? Weil er braucht die 45 für den kompletten, oder nicht? Kann doch mal einer alles checken, ob das richtig ist, ja, ne? Er muss auf 45 stehen, nicht auf 69. Sollte eigentlich sein. Ernsthaft jetzt? Okay. Ich sage ihm also 50 Liter drin. Ja. Ich mach das nicht. Ja, mach das. Habe ich jetzt gerade missverstanden, sorry, mein Fehler. Maga, du brauchst 45 im Tank nach dem Stop, nicht nachfüllen. Hat Vince falsch verstanden. Jo, alles klar. Ey, nach 11,5 Stunden könnt ihr es mir doch mal verzeihen, bitte. Wir haben keinen Schaden, wir müssen nichts reparieren. Danke, Mick. Die 20 Liegestütze ist jetzt keine Bestrafung für mich. Das ist ja nicht mal eine. Damit wärme ich mich nicht mal auf. Maga, wenn du jetzt nicht aus dem Pushen kommst, Junge, dann, aber dann sende ich richtig. Blut! Bei Instagram. Hat er jetzt das geändert noch eben? Hä? Ich hab keine Ahnung, bist du. Du kümmerst dich doch jetzt hier drum, was fragst du aber mich jetzt? Aber nur für meinen Katz. Ja, sag ich nochmal auf der Karte dann. Spätestens in der Pit muss das einstellen. Der Sprit ist noch falsch, Chat. Entspannt euch, ich weiß das. Alles gut. Ich kann nur dieses Menü nicht die ganze Zeit aufhaben, sonst sehe ich meine Apex. Das ist nicht. Apex. I know. Das hat doch schon Hirnlex, Leute. Papa.
Der Sprit, die 45 Liter sind ab wann gerechnet? Sobald er in der Box war. Das sind dann noch genau für 20 Minuten Restzeit. Graf, es hat einen Grund, warum ich solche Wörter unterm Automod habe. Jetzt hör auf zu meckern. Was ist doch frei bekommen? Maga, du musst auf jeden Fall noch unter 20 Minuten kommen mit dem Stint. Sollte machbar sein, aber. Ja, ist locker drin. Na klar, mach ich. Muss mich gerade erstmal kurz wieder finden hier. Alles gut. Also ich glaube, du bist da, wo du bist. Nee, irgendeiner von denen da vorne, die ich vorbeigelassen habe, haben halt an meiner Rennseele mitgenommen, habe ich das Gefühl. So scheiße, wie ich hier gerade war. Aber ich glaube, ich habe sie gerade wiedergefunden. So, und jetzt lass den Busfahrer mal fahren, bitte. Also wie lustig wäre jetzt, wenn ich ihm sage, du fährst so die ganze Zeit schon scheiße. Das war ziemlich fies, oder? Das wäre halt so dreist für 10%. Alexa, mach das Licht blau. Hab dir nicht gesagt, dass du es ändern sollst. Zicke. Ja, Pseus. So ist das halt, ne? Manchmal wird's eng. Manchmal hast du dann auch diesen Abstand zum Vordermann. Du bist jetzt P10 eigentlich. Oh fuck, okay. Ja, du, wie gesagt, das. Hinter uns 8 Sekunden. P11 wird uns auch noch holen dann. Was? Ja, wir werden P11 sein. Also. Kannst du rotes Licht haben? Mir ist es wurscht, Alexa. Alexa, mach das Licht rot. Oh, Maga, jetzt konzentrier dich doch mal, Mensch, hier. Ich kann die Reifen jetzt hinten. Genesis, Dankeschön, du volle. Hast du dich bekommen? Also, mein Bier ist schon mal sicher. Nee, Regenbogen geht nicht. Das funktioniert leider nicht. Kann ich noch nicht so einstellen, wie ich es gerne hätte. Ja, Stroboskop wäre auch lol, ja. Fuck. Hat Haarsfrische pushen drauf? Der wird dich kriegen, hundertprozentig. Also du kannst ihn gerne vorbeilassen, wenn er zu nah kommt. Ich mein Haas, 10. Hat der frische Puschen drauf? Ja, 14 Runden halt. Oder zumindest seit dem letzten Boxenstopp. Kann ich mal kurz eine Zeit haben von dem? Was der fährt? Kann mir der gleich sagen. 1,546. Habe ich akustisch nicht verstanden, war gerade abgelenkt von meinem Dreher. 45,6. Aber der war schon in der Box, also der fährt halt jetzt durch. Oh boy. Also es wird da an uns vorbeiziehen, so oder so. Na. Und wenn du magst, kannst du diese Runde an die Box. Müsste dann passen. Mit dem Stehenbleiben etc. sind wir dann unter 20 Minuten. Und dann wird er erstmal ein Problem mit den Reifen, wenn wir kalt sind. Nee, der Magga hat sich nicht gedreht, der labert einfach. Der ist halt auch schon durch. Ich glaube, für den war das heute auch ja, schon. Die Liter muss er noch einstellen, das habe ich im Auto. Let's go. Aber danke, Chat. Ja, dann nützt sich schon mal, dass du direkt, wenn er jetzt reinfällt, keine Ahnung. Das habe ich mit einem Knopfdruck geändert. Wenn ich hier stumm und nein! Mit einem!
Ja. Nee. Oh, doch. Wirklich? Aber er macht schon wissen. Soll ich rein oder soll ich noch eine Runde fahren? Kann ich? Fahr rein. Alles gut, Craig. Passt schon. Mach dir jetzt da keinen Stress von mir, sowas. Alles gut. Und stell auf 47 dann bitte, dann haben wir 2 Entity extra. Fuck! Was ist denn jetzt schon wieder? Was ist los? Mal, guck mal links. Hä? Wie? Gleich kommt er links. Achso, du meinst Position jetzt, okay, ja, ja. Ja. Ich bin reicht. Nee, das ist halt durch. Das ist halt wurscht. Denk dann gleich dran, die Reifen sind arschkalt dann, ne? Nee, sind sie nicht. Geht. Medium. Achtung, bei der Outlap werden Cuts richtig eng gesehen, also fahr vorsichtig bitte. Jo. Es gibt keine 12 Reifensätze. Wir haben nur 11, wir müssen doppelstempen. Ich brauche mal eine Zeit nach vorne, bitte. Im Vordermann? Zum Vordermann? Ja. Moment. Ist so weit weg, das wird nichts mehr. Wenn er nicht nochmal reinfahren muss, wird das nichts. Jetzt schon wieder auf Startziel gleich. Alright. Ja, P11 sollten wir safe sein. Ja, das auf jeden Fall. Wenn wir jetzt keinen Unfall bauen, auf jeden Fall. Ja. Also P12 fährt gerade uns vor uns eigentlich. Also vor dem. Nee, hä? Nee, Quark, was laber ich? Ich wollte gerade sagen. IP 12 ist. Ey, der Macker muss pushen. Sag nicht so weit weg. Bleib in. Wir fahren jetzt auf Startziel. Ich gucke auf Startziel und du guckst auf den Macker. Jetzt sind die Startziel 255. Ey, aber ganz ehrlich, die Reifen sind eigentlich noch ganz sexy, muss ich sagen. Macker, soll jetzt konzentrieren, so jetzt Kopf zu und ab. Macker, ich möchte dich nicht nerven, aber P12 holt stark auf. Die sind auch nicht mehr allzu weit entfernt. Das heißt? Am besten im Fokus. Das ist nicht die Frage, die Antwort gewesen. Was heißt das? Naja, die könnten uns eventuell noch kriegen. Die pushen halt. In den Zahl. Drin. Eine kann Zahl. Kann mir noch nicht sagen, wir haben noch keine eine Zahl. Ich sag mal circa 17 Sekunden. Okay, was waren die Rundenzeiten? 46.0. Aktuell 46.0 letzte Runde. Gut. Ja, weiß ich Bescheid. Ich geb hier Infos weiter durch.
fährt, aber macht auch Fehler und der kriegt auch von hinten Stress, also. Ja, lass ihn einfach machen. Der weiß Bescheid und gut, ist jetzt nicht alles noch wieder irgendwas zulabern, außer er mischt die Infos, dann geben wir ihm die, ansonsten halten wir unsere Chance. Freikarten heute. Werde sehen. Okay, P12 hat sich erledigt, der fährt in die Box. Ja, die sind auch eine Runde hinter uns, oder? Ja. Gehen wir ihm gleich auf der Karte mit. Mein Fehler wieder. P13 ist jetzt erst Startziel, also wir sind zu weit safe. Das fehlt mir zumindest so. Da, ach, das ist safe. Nein, das ist safe. Ja, nein, ja. Scheiße, Gott, ist das. 6-6, okay. Well, we started in P15. Had a short incident and one drive through, but still with P11 with an underdog car, it's quite okay. So, and we are enjoying the race, having fun, so it's all fine. Really, really nice. Ja, P11 ist sicher. Also, ich habe mich eben verguckt gehabt. Ich habe mich auf die Rundenzahl geachtet. Ich habe nur den Abstand gesehen. Der hinter dir ist in die Box gefahren, das bedeutet, du bist soweit safe mit P11, also fahr das jetzt sauber und ruhig zu Ende. Nö. Jetzt fahr ich schnell. Jetzt push ich. Bis zum Ende durch. Kannst du Exzentren danken. Kannst du es ruhig fahren, solange du keine DT reinfährst. Nein, also die vor uns, wenn jetzt nichts irgendwie komisch ist, fahren wir nicht. Wenn wir die DT haben, sind wir am Arsch. Ja gut, wenn, wobei, nee, wir sind über eine Runde hinter uns. Also selbst dann, glaube ich. Ja doch. Ah, Opfer, also. Selbst dann sind wir da vorne. Ja, Michel, ja? Nur Regen gehabt, wa? Wo seid ihr aktuell? Um 30, ja. Gerade. Ja, wird schon. Wie gesagt, es muss es einfach sauber heimbringen. Also wenn wir Glück haben, muss irgendwer vor, wissen Sie, keine Ahnung, ich denke nicht, dass sie vor uns pitten, weil die waren alle jetzt schon. Also wenn der jetzt Maga, wie gesagt, das jetzt nicht wegschmeißt, dann sind wir P11 sicher durch und dann ist das Thema auch wunderbar durch. Ja, haben wir 4 Plätze gut gemacht. Nach dem holprigen Start auf jeden Fall ist es. Ich wollte ganz sagen, ich bin quite fein damit, also. Ja, das ist das beste Ergebnis, so würde ich sagen, als wir das Mädchen endlich uns gefahren sind. Zumindest jetzt, was wir wieder gut gemacht haben, dann. Das glaube ich dem Michel. Vor allem im Audi halt, ne? Er ist auf einmal findet er Zehntel, ne? Oh ja. Nein, das war zu weit. Oder? Nicht? Alter, als ob das. Oh. Ey, bei mir wären das 2 Dinge Strafen. Bei mir geworden. Waren das auch. Du Spaß, Strafen direkt gewesen. Holy cow, Alter. Oh Maga, hey, der fährt uns auf die Drive rein, ich sag's dir. Also ich. Oh. Sorry? Na? Ich wollte gerade nur Lutz antworten. Erzähl mir Bescheid. Achso. Dann nicht. Lutz. ich sag mal wirklich, was vielleicht gehen könnte bei den Temperaturen, wenn eine 42.0, 41.9, wenn das wirklich kranke Aliens hier fahren. Also ich bin mir ziemlich sicher, die schaffen 41er sogar bei den Temperaturen. Ja klar können wir uns eine leisten, aber stell dir mal vor, die vorne haben auch noch eine und wir kriegen noch eine und dann, ach, ärgerlich, ne? Ja, die Drive-Thru wäre halt wieder Stress, den wir nicht brauchen. Und auf den auf den paar Runden, was er zu fahren muss, ehrlich gesagt, ja. Ey, die Bremse ist kaputt bei uns hinten. Nein, das ist jetzt erst, dass sie jetzt abnutzt. Ah, okay. Nutzt jetzt ab, also muss er aufpassen, müssen wir ihm auch gleich mitteilen. Oh, pushen wird nichts mehr, pushen. Herr Maga, irgendwo hinten deine Bremse meldet sich langsam, also nicht mehr bitte so arg in die Puschen treten bei der Bremse. Ich habe mich schon gewundert, warum das immer so zappelt. Ja, also die nutzt sich jetzt erst ab, also dementsprechend bitte vorsichtig fahr, sauber fahren. Ja, Leute, das ist jetzt. Nudel 43 bin ich ja selbst gefahren. Oder von was reden wir gerade? Hä? Weil er reingeschrieben hat 43. Ich spiele davon an, wegen der Rundenzeit immer noch, oder? Ach, keine Ahnung.
Also jetzt nicht im Rennen 43, um Gottes Willen. Ich schieße. Oh, ich hoffe, die... Michel, halten die Bremsen jetzt 10 Minuten noch so? Kann das einer mal bitte uns mal kurz durchchecken? Ich habe damit tatsächlich noch keine Erfahrung, wie das mit der Abnutzung ist. Ansonsten fahren wir nur mit Vorderbremsen, auch egal. Ja, genau. Soll er die Brake-Balance vielleicht nach vorne stellen, ne? Meint ihr, das hilft? Ich hätte wenn ich... Oh, bitte. Oh. Oh, vielleicht beide. Ach, in echt meinst du? Okay, das weiß ich nicht in echt. Da habe ich keine Ahnung, habe ich keinen Vergleich gerade dazu. Das weiß ich nicht. Musst du mal googeln, da findest du bestimmt irgendwas. Also P12 ist 2 Runden hinter uns jetzt. Abwarten. Eineinhalb Jahre, aber weit genug auf jeden Fall erstmal. Ich finde es halt blöd, dass mit der Kameraperspektive können wir jetzt nicht die Bremse beachten. Das ist jetzt halt ungünstig. Wie viel Platz habe ich nach hinten? Eine Zahl bitte. Viel. Reichlich. Über eine Runde. Okay. Wir wollen jetzt einfach nur noch halt zurück zum Mama. Gedacht, dass was wir haben noch 8 Minuten, hör auf. Ach komm. Nein, ich will jetzt nichts mehr hören. Ich will jetzt, bis wir Startziel erreicht haben, bei 0 und wir durch sind, will ich nichts mehr hören. Hier, wir haben gestern was besprochen. Immer positiv bleiben und nicht irgendwie zu sein. Ja, ich bin ja positiv. Ist doch schön, wir sind P11. Das fahren wir jetzt auch durch. Ja. Tony, danke für den Follow. Herzlich willkommen. Das hatte ich auch noch nicht gehabt, ne? Dass die Bremsen abgehen, also kaputt gehen. Ja. Ich bin schon mehrere Zwölfer gefahren, aber... Ich habe mich gefragt, wann es passiert tatsächlich, ob die jetzt so lange halten oder nicht. Also ich will ja nichts sagen, ne? Aber ich glaube, das Auto kotzt gleich. Ja, dann... Ich mache schon so zärtlich, wie es nur geht. Ich lasse schon ganz viel rollen und Motorbremse und bloß nicht zu schnell. Aber der Lümmel, also ich meine, ich könnte ihn noch treten. Aber ich habe. Nee, das geht lieber nicht. Nee, bitte nicht. Ich habe Angst. Also die Reifen sind auch noch tippitoppi. Da ist noch eine 45, ist da noch drin. In dem Gummi. Also wenn uns die Hinterbremsen flöten gehen, war's das. Das wird schrecklich werden dann. Wo ist Michel, wenn man ihn braucht? Ja, der hat sich wieder verzogen, als wir das gefragt haben. Scheiße, Michel ist letztens nämlich auch gefahren. Ich weiß nicht, wie lange. Ja, also es wurde gesagt, die Bremsen halten. Das wurde mehrfach im Chat gepostet und
Michels Aussage damals war noch, okay, die halten noch ein Stück. Das heißt, in der Hinsicht, falls die Runde zu Ende macht, vielleicht ein bisschen Lift and Coast, dann ist alles locker. Wir haben, wie gesagt, die Zeit, wir müssen es nicht übertreiben. Aber das Einzige, was ich von Lift and Coast weiß, ist, wie es geschrieben wird. Das war's dann aber auch. Das ist ein Crashkurs. Nee, Rudi, ich lass schon schleifen. Ich fühle mich auf der Bremse gerade wie so eine Oma, als wenn ich Auto im realen Leben fahre. Ja, passt so. Boah. Ja, ist doch okay. Aber rein theoretisch, was passiert, wenn die kaputt sind? Dann haben wir doch nur noch Vorderbremsen, oder nicht? Ja, aber dann wird das Auto so unruhig, also das wird kaum noch kontrollierbar sein. Ja, easy game, ich habe doch eine DD. Ja, gut. Gut trainierte Arme habe ich auch. Bruder, ich muss los. Michel sagt, Bremsen halten noch. Alles klar, Abfahrt. Das oh geht je. Mir nämlich tierisch auf die Eier so zu fahren. Das fetzt mich. Also, obwohl, nee, ich kann das nicht machen, nur weil Michel das sagt. Ich bin Teamspieler, Freunde der Sonne. Ja. Sorry, ich wurde gerade angeschrieben. Volker sagt, Bremsbalance nach vorne machen und halten die definitiv. Ja, was soll ich denn jetzt hier noch machen? Soll ich ein neues Auto bauen oder was? Ich wurde nur gerade angestupft im Teamspeak. Was ist denn da vorne? Kleiner oder höher? Also von der Zahl her. Was ist nach vorne? Mehr Prozent. So bin ich noch nie gefahren. Wild. Okay, here we go. Dann fahren wir mal eine 61. Drei Runden vor Ende müssen wir geil. Haben, ja, dann können wir jetzt ja latschen. Das hatte ich auch noch nicht gehabt, Chat. Oh. Also wirklich, wir sind ja schon einige jetzt gefahren, 12er und so, aber dass wir da die Bremsen so. Nee. Da siehst du aber mal, was dieser Kurs mit den Bremsen macht. Wenn da vorhin, Chat! Die waren ja vorhin schon in den Boxen. Wir senden! Ich brech gleich zusammen, ey. Geh schon in Deckung. Grüße von unserem Schwesterteam, der 666. Ja, Schari, das bin ich ja schuld. Das bin ich schuld. Ihr habt doch einen. Ey, unsere Hinterbremsen sind, glaube ich, richtig im Eimer. Ui. Jetzt kann man das Auto ja auch mal bremsen hier. Wenn ich schon wieder Menschen sehe, die im Chat schreiben, dass wir eine Durchfahrtsstrafe kriegen, da könnte ich schon wieder anders werden. Wie ich halt nicht eine einzige Strafe eingefahren habe heute und dann wirklich schreibt jemand, Dizzy fährt jetzt eine DT ein. Als ob. Hast du mal gesehen, wie ich hier gefahren bin heute? Ich meine, nicht unbedingt schnell, aber... Ha! Ich schwör, der fährt jetzt eine DT ein und macht die Bremsen kaputt. Alter, ich seh's kommen. Komm, ich krieg jetzt. Da muss ich aber gleich mal Beschwerdebrief in Kummerkasten schmeißen. Beschwerdebrief an den Kummerkasten. Ja, wo ist denn P1? Wie lange müssen wir hier denn noch das uns das antun? Wo ist denn P1? Verdammte Scheiße. Hinter uns. Wir fahren jetzt in den Rechtsturn. Zwei Runden noch. Ja, komm mal mit 10 Litern oder 8 Litern in der Box haben oder so. Das ist gut. Wir haben auch safe gemacht, weißt du? Ja, Survival Pete, aber das ist nicht... Ja. Danke, Ray. Hallo, hier ist Ihre Boxen-Crew. Hallo. Wir fahren noch zwei Runden, ne? Ja. Zwei. Okay? Ja, zwei. Drei okay. Fahren wir mit Outlap. Ja, wunderbar. Nee, der Leader ist on Final Lap. Ja, sag ich doch zwei, die und noch eine.
Naja, außer du lässt ihn vorbei. Haha! Ja, ist ja denn der Timer ist jetzt dann auf 0 und der benutzt du nicht. Ja, der Timer ist so oder so auf 0. Letzte Runde. Aber das mit dem Vorbeilassen, naja. Da bin ich, Risiko, fahr durch. Da bin ich ja gar kein Fan von. Ich will hier noch eine 45 sehen jetzt. Nein, ist mein Ernst jetzt? Also ich will, dass die Bremsscheiben dich nur mit dem kaputten bitte. Auto, fürs Ego, verstehst du? Und für ich will, dass die Bremsscheiben dich nochmal bitte überholen, ne? Die Reifen fallen gleich ab, Junge. Ich fahr nur auf Vorderreifen. Vor allem da vorne, dann bremst du und auf einmal hier hoch. Ey, jetzt ohne Scheiß, Freunde der Sonne, letzte Runde, ich sende richtig rein jetzt. Also volle Lotte. Nee, ich glaube, du wirst vorher abgewunken, tatsächlich. Ich glaube, bei 0 bist du durch. Nein. Nicht? Nein, bin ich nicht. Der Leader ist noch hinter mir. Ich muss die nächste Runde auch noch fahren. Ja, viel Spaß, Griff. Tschüss. Achtung, die Senden! Chat, ihr müsst alle senden jetzt! Ich will eine 45 sehen! Mit dem Auto! Das Feuer! Vollgas! Ich geb schon! Ich geb alles, Alter! Ich geb alles! Nein! Die Bremse ist so kaputt, Mann! Die Bremse ist so im Arsch, Alter! Gib Gas! Die Bremse ist so kaputt! Wer braucht Bremse? Gib Gummi! Bremse, was für Omis! Und jetzt rum da mit dem scheiß Hügel! Senden! Chat, wir müssen senden! Ihr müsst pusten! Ich weiß gar nicht, ob wir Rennfahrt oder Jamal Mertl schon. Das ist scheißegal! Senden! Ich fühle mich gerade wie so eine Hebdame. Zentren, was ist mit dir? Wo ist dein Team Spirit hier? Ich höre dich nicht! Jamal Mertl schon. Wir sind alle durch! Warum denn? Hier wird bis zum Ende gekämpft! Rum da! Rüber driften! Nein! Oh, die Kurve ist gut! Nein! Was machst du in meiner letzten Kurve? Nein! Wir haben's! Nein! Er hat mein Send kaputt gemacht! B11! GG's! Nice! Wunderschön! Oh! Maga! Hast du diesmal sehr schön, wirklich sehr perfekt schön. Geil gemacht. Sehr schön. Ja, der letzte ist ein paar Kacke. Aber ist okay. Zwischendurch war ein bisschen blödi, aber ist okay. Bis Nacht. Nacht ist immer ein bisschen schwieriger. Hey, wir sind nicht einmal abgeflogen. Nee. Aber die Reifen sind wirklich noch gut. Ich glaube, ich bin schonend gefahren. Oder, Chat? Ich bin auch bremsen schon gefahren, Jen. Ey, mit dem Underdog-Auto auf 11 ist supi. Ja. Ehrlich. Ja, definitiv. Ja. Nee, hoff, ich mach an den Bremsen, mach ich gar nichts. Zwischendurch habe ich mir wirklich in die Hose geschissen, da bin ich geschlichen. Weil ich gedacht, ich fahre mit dem Rollator über die Strecke hoch. Was ist das denn hier für eine Outlap? Ich bin halt wirklich fast gestorben, also ich bin echt. Saba! Ey, ihr seid alle blau hier vorne! Links der Mercedes, da, links, 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 stopp! Nicht Teller, links der Mercedes! Das ist da links! Darüber! Komm! Ja, sehr schön! Ey! Ey, Pippi! Mach mal Fenster runter! Du sollst das Fenster runter machen, ich sag! Ey, Puppe! Mach schnell!
Ey, das ist ein Bentley. Hau ab, Bentley, bitte. Lass mal mein Schwesterauto neben mich, bitte. Oh, guck ihn dir an. Guck. Rüd van der Moodje, dein ersten Auftritt in 666. Ganz stark gefahren heute. Nice. Love you. Starke Leistung. Von Schwesterteam 666. Und Porsche auch. Stark. Schön. Porsche P13, ne? Na klar. Sehr schön. Schön. Was? Ey, wow. Hallo? Da sind sie wieder, die Audis, ey. Mensch, Magas, mach dich doch nicht so breit, Mensch. Natürlich, ich hab einen fetten Arsch. Entschuldigung, ich fahr einen Benzer, Junge. It's Friday again. Oh. On the side of what? What? Was ein Rennen. Also jetzt mal Butter bei den Fische, Leute. Also auch wenn wir nur in Anführungsstrichen Elfter geworden sind, haben wir heute als Team eine sehr großartige Leistung hingelegt. Nur Elfter von 50 Fahrzeugen. Naja, es ist halt nicht Top 10. Also, nee, ja. Aber es sei mal, also ehrlich mal, hält es abends wirklich, Maga, Alter, du hast dich heute selbst übertroffen. Also du hast wirklich echt dich heute wirklich Wahnsinns Progress hingelegt. Wir haben heute echt was gerissen. Also echt geil. Oh, also echt top. Definitiv. Ja. Ich habe die Boxengasse übrigens nicht getroffen. Na, scheiß drauf, ich stelle mich halt nach vorne. Ich stelle mich halt nach vorne, ne? Ja, wir sind Mercedes, wir kaufen die ganze Box, Alter. Ist doch scheiße. Dein Name ist nicht Hamilton. Elving Hamilton ist er noch nicht, Junge.